Meine Damen und Herren, einen wunderschönen herzlichen guten Morgen. Ich sehe auch, dass die ganz jungen Kräfte wieder zugestiegen sind, obwohl sie gestern Nacht mit Sicherheit noch den Nürnberger Abend unsicher gemacht haben. Und zunächst hören wir nun dem Präsidenten der Thomas-Dehler-Stiftung, Thomas Hacker, meinen Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Ich bin beeindruckt. Der Saal ist deutlich besser gefüllt, als ich das gestern Abend noch vorhergesagt habe und prophezeit habe. Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu der frühen Stunde. Aber nachdem auch jetzt hier viele Vertreter der Bundeswehr dabei sind und ich vor einigen Jahrzehnten auch die Gelegenheit hatte, für 12 Monate meinen Wehrdienst abzuleiten, weiß ich ja auch, dass die Pünktlichkeit hier besonders wichtig ist. Zugegebenermaßen verliert sich das dann in dem politischen Betrieb etwas und die Zeitverzögerungen, die wir so in einer Sitzungswoche ansammeln, sind da schon eher bemerklich. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das zahlreiche Erscheinen. Gestern schon sehr beeindruckend unsere beiden Vorträge des Herrn Staatssekretärs, aber natürlich auch des Gesandten der Ukraine. Die Sicherheitslage ist eine andere. Bereits in der letzten Nürnberger Sicherheitstagung mussten wir uns darauf einstellen, auch wenn unsere Erwartung, unsere Hoffnung nicht die war, dass der Krieg in der Ukraine auch 12 Monate danach noch tobt, dass Tag für Tag Menschen sterben und dass die Unsicherheit in der Weltpolitik zurückgekehrt ist und so spürbar ist. Die Entwicklungen des letzten Jahres sind alles andere als einfach. Die Reaktion darauf vielleicht in dem einen oder anderen Bereich überfällig. Ich selbst, deswegen kam ich gestern zu spät und darf erst heute die Begrüßung übernehmen, war in den letzten Tagen in Georgien, ein Land, das ähnliche Grundvoraussetzungen hatte wie die Ukraine vor über einem Jahr. 20% des Gebietes werden nicht von der Regierung kontrolliert, sondern von Russland. Und die Nähe, die Bedrohungslage, das Gefühl der Menschen ist spürbar. Es darf uns da nicht verwundern, dass in Georgien 93% der Bevölkerung sich danach sehnen, Mitglied der Europäischen Union, Mitglied der NATO zu werden. Und auch wenn der Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau gewährt wurde, bei Georgien ist es noch etwas abwartender, die Perspektive, die Kommission zugestanden hat, gilt es doch zu schauen, wie schaffen wir es, Sicherheit in die Region zu bringen. Die Bundesrepublik Deutschland, und vieles ist ja gestern schon angeklungen, leistet große Unterstützung für die Ukraine. Und wenn man das Militärische natürlich im Kern sieht, aber etwas zur Seite, die humanitäre Hilfe ist enorm. Wir unterstützen in verschiedensten Bereichen Menschen aus der Ukraine, die hier im Kulturbereich, im Journalistischen tätig sind, auch Exilrussen. In Georgien beispielsweise gibt es einen Exilhub für Medienschaffende, die, so die große Hoffnung, ihre Expertise, ihre Kontakte nach Russland nutzen und nach Russland die richtigen, die wahren Informationen hineintragen. Wir unterstützen Stipendien, wir geben Kulturschaffenden die Möglichkeit aufzutreten und wir alle wissen ja, dass eine der Zielrichtungen Putins war, die Kultur der Ukraine zu zerstören. Das ist ihm sicher nicht gelungen, denn in den letzten 15 Monaten, glaube ich, gab es noch nie so viel Augenmerk auf ukrainische Kultur, auf Komponisten, auf Orchester, auf Chöre, auf Literaten wie in den Monaten. Und das zumindest ist gut und zeigt uns, dass uns etwas verbindet, das mehr ist als nur Nachbarn zu sein. Es ist der Glaube an die Freiheit, es ist das Vertrauen auf die Kraft der Freiheit, die Demokratie und die gilt es zu verteidigen. Und die Ukraine, auch das klang gestern ja an, leistet hier Hervorragendes. Ich danke unseren Kooperationspartnern, dass wir die Sicherheitstagung erneut hier in Nürnberg durchführen können. Es ist der Reservistenverband Bayern, der Verlag Nürnberger Presse, es ist die Gesellschaft für Sicherheitspolitik, der Deutsche Bundeswehrverband, die Deutsche Atlantische Gesellschaft und Sie, Ihre Vertreter, gestalten mit uns, mit Ulrich Lechte,
das Programm der beiden Tage, dass Professor Xi auf die Lage Taiwans hinweist. Auch das ist für uns Liberale ein wichtiger Punkt. Bettina Stark-Watzinger, die Bundesforschungsministerin, war erst vor kurzem in ihrem Land. Die enge Verbundenheit ist auch ein Zeichen, dass wir an ihrer Seite stehen bei all den Herausforderungen, die sie haben. Mein Dank gilt den Mitarbeitenden der Thomas-Dehler-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung, Mike Schniere und seinen Kolleginnen und Kollegen. Und einen besonderen Gruß am Ende meiner Begrüßung an Sie alle geht an Dr. Christopher Paun, der krankheitsbedingt heute nicht da sein kann, sicherlich bei den vielen, die uns im Netz noch zuschauen, dabei ist. Gute Besserung und spätestens am Dienstag um 9.15 Uhr sehen wir uns in der AG Außen. Ihnen noch eine gute Tagung. Ich freue mich auf die spannenden Vorträge, die spannende Diskussion. Und spätestens im nächsten Jahr werden wir die nächste Nürnberger Sicherheitstagung durchführen. Voraussichtlich auch wieder hier an diesem Ort. Denn die Tagung ist das eine, aber auch das Gespräch danach, glaube ich, ist was sehr Wertvolles, was man bei so einer Veranstaltung nicht missen darf. Herzlichen Dank und eine gute Tagung. Vielen Dank, lieber Thomas Hacker. Und bevor wir jetzt in den offiziellen Teil übergehen, da Sie es gestern geschafft haben, mich nicht darüber zu informieren, wird es heute einfach nachgeholt. Denn der Professor Grein, der liebe Eberhard, hat gestern Geburtstag gehabt. Und der Mann, der Sie gestern begrüßt hat, der Dietmar Paun auch. Das heißt, wir hatten gestern zwei Geburtstagskinder, die meinten, sich einfach durchmogeln zu können. Wir gratulieren heute einfach nachträglich zu beider Geburtstage. Wer der Ältere ist, können Sie sich selber überlegen. Das ist das heutige Spiel. Und jetzt übergebe ich an dich, lieber Eberhard, zur Einführung des nächsten Referenten. Ja, vielen Dank, lieber Uli, für die Geburtstagsgrüße und Glückwünsche. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen und darf Sie auch begleiten einen Teil der Zeit dieser Tagung. Freue mich darauf, bin hier seit 25 Jahren unterwegs, erst mit Pressearbeit, jetzt mit der Moderation. Und das ist ja immer auch ganz interessant. Man lernt auch was dazu, man weiß nicht alles. Auch wenn man Reserveoffizier und Oberster Reserve ist, lernt man immer was dazu. Wir kommen also zu unserem ersten Thema des heutigen Tages. Taiwan, die neue Außen- und Sicherheitspolitik der Ampelregierung. Zwischen China und Russland, warum Taiwan deutsche Staatsinteressen verteidigt, titelte im Sommer 2022 als eines der ersten das Magazin Cicero und stellte die Frage, welche geopolitischen Konsequenzen aus dem russischen Überfall auf die Ukraine dies gegebenenfalls für das von China wiederholt bedrängte Taiwan hat und weiter. Bestärkt das Agieren Russlands Peking in seinen Invasionsbestrebungen? Seitdem ist eine gewisse Zeit ins Land gegangen und Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses sowie Parlamentarier aller Fraktionen des Deutschen Bundestages, besuchten Taiwan. So auch eine FDP-Delegation, der ebenso der Bundestagsabgeordnete und außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag Ulrich Lechte angehörte. Die umgehende Antwort aus China ließ natürlich nicht auf sich warten und es hieß, wir drängen die betreffenden Parlamentarier damit aufzuhören, falsche Signale an die taiwanischen Behörden zu senden, sagte daraufhin Außenamtssprecher Wang Weibing vor der Presse in Peking. Taiwan sei Teil Chinas und die Regierung in Peking die einzig legitime Vertretung, die ganz China repräsentiere, bekräftigte der Sprecher. China startete, und Sie können sich alle entsinnen, dann eine dreitägige militärische Großübung. Genug Themen und Gesprächsstoff, also auch zu Taiwan. Und ich komme noch kurz zu unserem Referenten, der einen ganz besonderen Lebenslauf, der ihn im Grunde genommen dafür prädestiniert, dass er auch heute bei uns ist, hat, neben dem Thematischen, was da natürlich ist, und eine ganz besondere Verbindung auch zu Deutschland, kann man sagen. Professor Dr. Yi Wei-Xi ist seit 2016 Repräsentant von Taiwan in Deutschland. Dies war er schon einmal, von 2005 bis 2007. Studiert hatte er in seinem Land Germanistik und neuere Literaturwissenschaft. Nach seinem Magister promovierte er über ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der Ruhr-Universität Bochum. Von 1992 bis 1994 hatte er ein Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt Stiftung und lehrte in den Jahren 1987 bis 2016 als Dozent und Professor an der Abteilung für deutsche Sprache und Kultur an der Sochaux-Universität in
Taipeh. Überdies war er dort Dekan der Fakultät für Fremdsprachen. Unter Präsident Chen Shui-bian amtierte er 2007 bis 2008 sogar als Minister und Leiter des Regierungsinformationsamtes sowie als Regierungssprecher Taiwans. Wer, wenn nicht er, eignet sich also als Repräsentant heute ganz besonders, um uns als Referent der Nürnberger Sicherheitstagung Interessantes vorzutragen? Und es können ja auch Fragen gestellt werden. Herzlich willkommen, Herr Professor Xi. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen auf uns auf Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Herr Oberster Grein, lieber Lektor, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass mir diese Möglichkeit gegeben worden ist, hier eine Rede zu halten. Nicht nur, weil ich ein redlicher Mensch bin. Als Diplomat von Taiwan gehört dazu meine Aufgaben, Taiwan vorzustellen. Wir haben gestern Gespräch gehabt, wir haben uns ausgetauscht über die Lage in der Ukraine. Und ich kann jetzt sagen, ich entstamme einer Flüchtlingsfamilie. 1949 floh mein Vater von China, Kanton, alleine nach Taiwan. Zur ähnlichen Zeit floh mein Schwiegervater von Shandong, also Nordchina, von China nach Taiwan. Einige Zeit später floh meine Schwiegermutter. Ja. Da floh meine Schwiegermutter auch von China nach Taiwan mit einem Baby in der Hand. Das heißt, wir kennen. Und das ist ja nicht nur das alleinige Schicksal von der Endgeneration von meiner Schwiegereltern, von meinen Eltern, sondern von vielen, vielen Leuten. Meine Mutter war eine gebürtige Taiwanerin mit japanischem Pass. Es war nicht von China nach Taiwan geflohen, aber tagtäglich muss sie mehrmals fliehen vor dem Bombenflieger oder Bomben von USA, denn Taiwan wurde zu dieser Zeit noch von Japan regiert und es gab ja diesen Zweiten Weltkrieg im Pazifik. Das heißt, alle meine Familie, meine Mutter, mein Vater, mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter, die haben alle am eigenen Leib den Krieg erlebt. Jahrzehnte später ist aus einer Diktatur, kleine Insel, eine Demokratie geworden. Ich kann hier sagen, warum die Taiwaner gleich eine Woche nach dem Ausbruch des Invasionskrieges der Russen gegen die Ukraine schon 27 Tonnen Medikamente von Taiwan nach Frankfurt, von Frankfurt nach Polen und von dort aus mit Unterstützung von dem polnischen Auswärtigen Amt über die Grenze in die Ukraine gebracht. Innerhalb zwei Wochen haben die Taiwaner mehrere Millionen US-Dollar gespendet und bis vor zwei Wochen haben wir ungefähr 50 Millionen US-Dollar entweder gespendet an die Länder, die ja die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Wir empfinden ein starkes Schicksalsgemeinschaft, ein starkes Schicksals- oder Gemeinschaftsschicksal mit den Ukrainern. Wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Von daher, als ich vor einer Woche in Königsbrunn, bei den Königsbrunner Gesprächen, auch einen Vortrag gehalten habe, da hat irgendjemand aus dem Publikum gesagt und sagt, wir Deutschen dürfen nicht vergessen, dass wir wieder Krieg führen oder mitmachen. Nie wieder Krieg, so hat dieser Mann gesagt. Und als ich dann Minuten später nach vorne kam und meinen Vortrag begann, dann habe ich gesagt, nie wieder Krieg, das habe ich auch gehört, habe ich ja kennengelernt, als ich nach Deutschland kam. Aber auch heute geht es für die Ukraine und für die Taiwaner nicht nie wieder Krieg, sondern die Ukraine, die sagen zu den Russen, nicht nie wieder Krieg, sondern ihr nie kriegt ihr uns wieder. Für
Wir befinden uns hier in Nürnberg. Der Berg geht etymologisch zurück auf die Wurzel von Burg. Die gehören zusammen. Die Burg, in Englisch sagt man, my home is my castle. Die Burg und Berge, Herberge, das ist der Ort, wo man das Zuhausegefühl hat, wo dieses Sicherheitsgefühl entstanden ist und wo man sich immer danach zurücksehnt. Wenn man das Haus zu Hause verloren hat, dann ist das Elend. Was heißt Elend? Elend heißt im Mittelalterdeutsch, heißt Ex-Land. Das heißt, man ist des Landes verwiesen und das ist ein Elend. Und dieses Gefühl, dass man das Zuhause nicht mehr hat, das treibt einen um. Und das erinnert mich an ein Gedicht von Rainer-Maria Rilke 1905 mit dem Titel Herbst. Sie kennen das. Herr, es ist die Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei süßlichere Tage. Drängen sie zuvor in der hohen Jagd die letzten Süßchen in den schweren Wein. Das ist ein Sonnenschein. Das ist ein schönes Gefühl. Dann kommt Zeitwende. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wir wachen, lesen lange Briefe, schreiben und wird in der Allee hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Und dieses Treiben charakterisiert das ziellose Sein. Wohin treiben wir? Wie ein Blatt, wie die Blätter. Hier in Deutschland hat man seit dem 24. Februar letzten Jahres vom Zeitenwende gesprochen. Da haben gleich viele, und ich natürlich habe immer gedacht, Zeitwende wegen Russland. Vielleicht ist es an die Zeit gekommen, dass man Zeitwende gegenüber China sich überlegen könnte. Bei uns geht es allerdings nicht um Zeitenwende. Bei uns geht es darum, das Blatt zu wenden. Und wenn Sie gelesen haben, was in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, auch während der Covid-Zeit, hat China leider es nicht damit aufgehört, Taiwan nicht zu stören. Taiwan mit Kriegsschiffen, U-Boote, Zerstörer, Flugzeugträger, um Taiwan zu drohen. Und es wird immer intensiver, es wird immer häufiger. Nun, Taiwan ist eine Insel. Und wenn wir bedenken, selbst die Ukraine, das ist ein volles Mitglied von der UNO und selbst ein selbstständiges, vollständiges Mitglied der UNO kann sich dem Schicksal nicht entziehen von einer diktatorischen Macht, so überfahren zu werden. Man braucht nicht in die Details zu gehen. Und für uns, gestern wurde mehrmals darauf hingewiesen, Taiwan ist seit 1971 kein Mitglied mehr von der UNO. Das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, was nachher passiert ist bis heute. Wir sind nicht mal als Beobachter zugelassen zur Teilnahme an der WHA, also nicht WHO. WHO ist die Organisation. WHA wird Gesundheitsassembly. Das findet statt immer im Mai, also jetzt in 2 Wochen. Für 1 Woche bis 10 Tage. Und wir sind nicht mal dazu, wir werden nicht mal dazu zugelassen als Beobachter. Wir sind auch kein Beobachter von Interpol, internationaler Polizeiorganisation. Da geht es alles um gemeinsame globale internationale Bekämpfung der Kriminalität, der Seuchen und so weiter. Da ist Taiwan nicht drin. Völliger Ausschluss aus jede internationalen Gesellschaften. Aber meine Damen und Herren, da machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben dadurch einen Vorteil bekommen, den wir haben vor den Deutschen. Beim eiskalten Wetter, sagen wir so -5, da traut sich kein Deutscher ohne Mantel, sich auf die Straße zu begeben. Uns Taiwaner macht das nicht aus. Wir gehen auch mit kurzärmeligem Hemd auf die Straße bei -5. Wissen Sie warum? Die Isolation ist so gut.
Deutschland wie auch die Amerikaner, die anderen EU-NATO-Staaten, die haben ja schon seit einiger Zeit angefangen, die Ukraine mit Waffen zu beliefern, damit sie in der Lage sind, A, sich zu verteidigen und B, damit die Chance aufrechterhalten bleiben sollte, die Russen zu besiegen. So, dann blicken wir ein bisschen auf Taiwan. Was könnten wir hoffen auf Unterstützungen? Schauen wir uns ein bisschen die Lage von Taiwan an, beziehungsweise wie denkt man hier in Europa über Taiwan? Am 1. Mai, vor genau 2 Jahren, am 1. Mai 2021, hat das britische Magazin The Economist ein Titelblatt für ihre Ausgabe so gezeigt auf der rechten Seite. Das ist dieses Bild. Hier. Und der Titel lautet The Most Dangerous Place on Earth. Und Sie sehen hier, das ist amerikanische Lage unten und oben links, das ist chinesische Lage. Was man aber eigentlich nicht übersehen darf, das wird zwar wahrgenommen, aber ich möchte es nochmal darauf hinweisen. Ja, der Untertitel beschreibt ganz konkret, worum es geht. America and China must work harder to avoid war over the future of Taiwan. Die USA und Deutschland und China, die müssen sich mehr anstrengen, noch mehr anstrengen, sich darum bemühen, um einem Krieg über die Zukunft von Taiwan aus dem Weg zu gehen. Also der Weg, der Krieg besteht. Und Sie sehen auch hier, das ist unsere Präsidentin. Man erinnert natürlich in diesem Fall in Europa sehr stark an Präsident Zelensky, aber das war sie schon seit den letzten Jahren. Und links zu ihm, das ist der Xi Jinping, der Parteivorsitzende und der Staatsoberhaupt von China, der jetzt gerade geschafft hat, sozusagen lebenslänglich ins Gefängnis, lebenslänglich Präsident bleiben sollte. Ja. Die Entfernung zwischen China und Taiwan, übrigens, China hat 2 Millionen Soldaten und wir haben 1800.000 Soldaten, also nicht mal ein Zehntel von denen. Und die Straße zwischen Taiwan und China beträgt sich im Durchschnitt auf 150 Kilometer mit der Tiefe 140 Meter. Wir haben 4 U-Boote. Die Chinesen haben 69, und das ist nicht mal der Stand von heute, sondern vor 3 Jahren. Inzwischen werden schon mehr als 80 U-Boote gehabt haben, atombetriebene. Und wir haben 4 U-Boote. Das jüngste U-Boot ist 30 Jahre alt, also museumreif, 4:69 beziehungsweise zu 80. Kein Land auf der Welt traut sich, U-Boote an Taiwan zu verkaufen. Was machen wir? Diese mutige Frau, Präsidentin Tsai, hatte gesagt, wenn kein Land sich traut, U-Boote an uns zu verkaufen, dann müssen wir sie zusehen, wie wir U-Boote bauen könnten. Hat sie vor 4 Jahren angefangen, das dauert natürlich lange. Aber das ist ein Verweis darauf hin, zu dem, was sie einmal gesagt hat, China bedroht Taiwan, China. Xi Jinping hat schon spätestens, hat er davor gesagt, zum Neujahrsfest 2019 hat er in seiner Ansprache Richtung Taiwan gesagt, Richtung zu der Werte der Freiheit, China macht keine Versprechung, die Taiwan-Frage ohne Anwendung der Gewalt zu lösen. Da macht er 2 Fehler gleich. A, er hat nichts dazu recht, dazu sagen, wir entscheiden über unser eigenes Schicksal. B, er spricht dauernd von Taiwan-Frage. Taiwan ist keine Frage. Taiwan ist die Antwort. Wir haben es geschafft, aus einer Diktatur den Übergang von Diktatur zur Freiheit gemacht. Ja, wir warten bis heute immer noch darauf, dass die von uns selber gebastelten U-Boote einsatzfähig werden sollten, vielleicht in ein paar Jahren. Und ich habe dann vor kurzem ein Interview gegeben und haben sie darauf angesprochen. Ja, was macht ihr mit euren U-Booten? Wozu denn?
Die haben gesagt, ja, ich sage es einfach, Taiwan baut U-Boote, um sich über Wasser zu halten. Das ist unser Schicksal. Ja. Für Leute, die sich nicht unbedingt sich auskennen aus der Geschichte von Taiwan, ganz kurz ein paar Eckdaten. Taiwan wurde 1895 von China, von der letzten Qin-Dynastie, abgetreten an die Japaner nach dem verlorenen Sino-Japanischen Krieg. Und das hat dann gleich, diese Kolonieherrschaft hat dann 50 Jahre gedauert, bis 1945, da kam Chiang Kai-shek, ich glaube, das ist in einem Buch, der Konterpart von Mao Zedong, er kam nach Taiwan oder er schickte erstmal seine Lobtruppen nach Taiwan und kaum sind 2 Jahre vergangen, bevor die Freude von Taiwan über diesen Zusammenkunft erlöscht ist, gab es einen Massaker 1947. Und eine ganze Schicht, bis heute weiß man nicht genau, man weiß nur, das waren ein paar Tausend, genau weiß man das nicht, eine ganze Schicht, la crème de la crème, von der taiwanischen Gesellschaft wurde über Nacht ungebracht, verfolgt in den darauffolgenden Jahren. 1971, Ausschluss aus der UNO, 8 Jahre später diplomatische Beziehungen mit den USA abgebrochen und im selben Jahr gab es dann eine Melida-Demonstration. Und ein paar Jahre danach die erste illegal gegründete Oppositionspartei. 1987, das 8 und 3 Jahre dauernde Kriegsrecht wurde aufgegeben. Übrigens, Kriegsrecht, das habe ich miterlebt. Ich bin Jahrgang 1955. Ich kenne das. Meine Mutter hat mir immer gesagt, als ich noch ein Kind war, und sagt dann, die Krankheit kommt durch den Mund, aber das Pech kommt aus dem Mund. Und das Pech ist noch schlimmer als Krankheit. Bei Krankheit liegt man vielleicht höchstens eine Woche oder 2 Monate im Bett oder im Krankenhaus, aber wenn man etwas Falsches gesagt hat, was Kritisches gibt, das Regime aus dem Mund gekommen ist, dann kommt man ins Gefängnis und man wird ermordet, hingerichtet. Redefreiheit natürlich gab es nicht. Meine Mutter hat mir gesagt, als ich auf die Uni ging, sagte mir meine Mutter, Junge, du bist der Erste von der Familie, der es geschafft hat, sozusagen das taiwanische Abitur zu schaffen. Geh nach Taipei, lern schön, aber weh dir, wenn du dich in die Politik einmischst. Das war für mich völlig überflüssig. Wir waren sehr unpolitisch erzogen. Und das heißt, Chiang Kai-shek, die Partei ist gleich der Staat. Jahre später, ich kam nach Deutschland, habe meine politische Aufklärung gehabt und ich habe gesehen, 1982 in Deutschland, da gab es eine vorgezogene Bundestagswahl. FDP trennt sich von der SPD und nach den Wahlen gab es dann Regierungswechsel. Ich habe da geschaut, der erste Kulturschock, die Regierung darf man kritisieren. Der zweite, noch größere Schock nach dem Wahlen, Regierungswechsel. Hätte ich damals schreiben müssen, wie wir heute schreiben, über die politische Politik nach Hause, dann hätte ich nicht gewusst, wie man Regierungswechsel ins Chinesische übersetzen kann. Das können die Chinesen heute immer noch nicht, aber wir können das heutzutage. Von daher habe ich mir dann die Redefreiheit, auf die Taiwaner heute sehr stolz sind. Es herrscht wirklich totale 100% Redefreiheit. Und da ich in Deutschland studiert habe, habe ich dieser Redefreiheit von Taiwan einen Namen gegeben. Das ist die Leberwurst-Redefreiheit. Und das heißt, wir reden frei von der Leber weg. Was die Chinesen uns sagen, ist uns Wurst. Es ist wichtig, dass wir trotz der Drohung dabei bleiben. Denn Taiwan ist nicht nur für Taiwan als eine Demokratie da. Von Peking aus wird immer behauptet, Menschenrechte, Pressefreiheit, Redefreiheit, Mehrparteiensystem, Religionsfreiheit, die würden alles nicht passen zur chinesischen Kultur. Nun steht, Taiwan gehört politisch zwar selbstständig, aber wir gehören auch zu der chinesischen Kulturkreis. Und wir haben durch unser tagtäglich praktiziertes Demokratien das Gegenteil von dieser Behauptung von Peking unter Beweis gestellt. Und dadurch sind wir natürlich dann ein Dorn in deren Augen. Das geht auch mit dem Schließaugen. Ja. Jedenfalls ist das für uns wichtig, uns zu sagen,
diese Drohung von China, militärische Drohung, es wird immer realer. Was machen wir? Wir haben uns gesagt, wir müssen uns erstmal verteidigen. Und dann können wir erwarten, dass die Freunde, die Verbündeten kommen. Die Frage ist natürlich, kommen die? Werden sie uns unter die Arme greifen, wenn der Chinese wie der WDR-König bei Goethe 1782 den jungen Knaben droht? Übrigens, diese Ballade von Goethe ist meiner Ansicht nach das erste literarische Gedicht, das sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt. Kommt darauf an, wie man das interpretiert. Ja. Wer reitete so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasste in Sichel, er hört im Wann. Er fasste in Sichel, er hört im Wann. Dass der Sohn fühlt sich aber nicht sicher, sagte er. Machte eine Gesichtszüge, da fragte der Vater: Mein Sohn, was birgst du so bald dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Chromschweif? Mein Sohn, das ist ein Nebelstreif. Mein liebes Kind, du liebes Kind, komm, geht mit mir. Gar schöne Spiele spielen dir. Manche schönen Blumen sind an den Strand. Meine Mutter hat manch Güten gewandt. Mein Vater, hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind. Es säuselt der Wind. Ja. Und dann der Erlkönig weiter, ja. Wirst feine Klammer du mit mir gehen? Meine Töchter führen die Nektar rein. Meine Töchter sollen dich faden schön. Meine Töchter führen den Nektar rein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater. Und siehst du nicht dort, Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die Atemweiden zu grau. Und so jetzt kommt's. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist genau das, was die Chinesen uns sagen. Und jetzt heißt es, dem Vater Grauses, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen, das Kind war tot. Ich bitte darauf zu achten. Von ersten Zeilen bis zur letzten Zeilen. Präsenz. Wer reitet so spät durch den Wind? Er hört den Armen nicht und so weiter. Bis zum letzten Satz. In seinen Armen, das Kind war tot. Angst hat Präsenz, Präteritum, das heißt Vergangenheit, das heißt etwas ist geschehen, das man nicht mehr rückgängig machen kann. Und das ist eine Warnung. Der Vater glaubt, er hat den Kram wo? Im Arm. Er hat ja gesagt, er fasst in Sichel. Und mit demselben Verb hatte Goethe nochmal die Lage beschrieben. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. So, wer fasst, wenn jetzt nicht mehr der Vater den Sohn, sondern der Putin, Xi Jinping, der Ukrainer und Taiwaner. Nach dem Ausbruch des Invasionskrieges am 24. Februar letzten Jahres wird immer öfter behauptet, Deutschland braucht jetzt eine Sicherheitspolitik. Das ist natürlich voraus, dass vorher eine solche nicht gegeben hat. Aber die deutsche Sprache besagt, Sicherheitsgefühl ist immer wichtig, immanent bei den Menschen. Das heißt ja, doppelt genäht hält besser. Man muss zwei oder gar mehrere Eisen im Feuer haben. Diese doppelt Wiederholung. Und wenn das auch nicht reicht, dann sagt man noch, das muss dies und das gemacht werden, denn sicher ist sicher. Also das Sicherheitsgefühl ist eine der grundlegenden Emotionen eigener von den Menschen. Diese Wiederholung. Natürlich, man kann auch etwas Negatives versichern. Durch Wiederholung. Das haben wir bei Kafka. Die Verwandlung. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einer ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Dreimal um. Das ist auch versichert durch den Schriftsteller, den Autor,
So unangenehm ist das Zuhause bei ihm. Dieses Zuhause, dieses Sicherheitsgefühl hat bei ihm gefehlt. Ja? Diese Wiederholung negative Sicherheitsgefühls, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber Herr Lindner ist heute nicht da, das darf ich sagen. Wenn man in die Website von dem Deutschen Auswärtigen Amt schauen würde und genau hin, wo die Beziehung, bilaterale Beziehung zwischen Taiwan und Deutschland beschrieben wird, der erste Satz lautet: Deutschland unterhält keine diplomatische Beziehung zu Taiwan. Das ist korrekt, das ist die Realitätsbeschreibung. Aber Deutschland unterhält keine diplomatische Beziehung zu Taiwan. Einmal ist nicht sicher genug. Dann haben wir in der nächsten Passage: Taiwan unterhält inoffizielle Vertretungen in Berlin, Frankfurt, München und Hamburg. Der Satz ist übrigens syntaxisch zwar korrekt, grammatisch auch, inhaltlich aber falsch. Denn Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan und mit Taiwan. Das ist deren Recht, entspricht auch der Realität, weil Deutschland sozusagen der Akteur ist. Aber wenn es heißt, Taiwan unterhält inoffizielle Vertretung, das kann nicht stimmen. Wir unterhalten unsere eigene Vertretung, natürlich offiziell. Ich bin direkt von der Präsidentin hier entsandt. Sehen Sie, dieses Sichersein haben wir, keine diplomatische Beziehung zu Taiwan. Ja. Und das ist ein Problem für mich. Ich habe immer mein Passport. Das ist ein Diplomatpassport, habe ich dabei. Und das ist nicht genug. Doppelt genäht hält besser. Ich habe noch den Ausweis, Sonderausweis vom Auswärtigen Amt bei mir. Das ist wie Fußball, ein Doppelpass. Das ist wichtig. Und wenn ich angeredet werde, ist ein Problem. Herr Lechter, rede mich privat, Botschafter von Taiwan. Offiziell darf ich das eigentlich nicht, dann bin ich Repräsentant von Taiwan. Es gibt noch Schlimmeres. Manchmal werde ich nicht mal als Repräsentant von Taiwan vorgestellt. Wenn chinesische Leute da sind, dann wurde ich als der Leiter von Taipei-Vertretung, nicht mal von Taiwan-Vertretung, ich bin der Leiter von Taipei-Vertretung. Sehen Sie, selbst als Leiter bin ich auch nur halb anerkannt. Dafür sind wir gut in Halbleiter. Was uns hier Sorgen macht, ist, wir glauben es nicht, wir wissen es. China wird Taiwan runterschlucken, wenn Xi Jinping meint, die Amerikaner, die Europäer, die Japaner, die würden sich zu sehr beschäftigen mit dem Invasionskrieg Russlands, mit Wirtschaftskrisen und so weiter. Also wäre er sich dessen bewusst, dass keine Hilfe rechtzeitig kommen würde, dann würde er lieber gestern als heute Taiwan runterschlucken. Ich gehe hundertprozentig davon aus. Wir kennen die. Ja. Das Problem ist natürlich, wir stehen da und haben jetzt eine Insel. Und eine Insel ist ein Island. Ein Island means isolated land. Isolate. Isolate. You so early. Wissen Sie warum? Weil viele Angst haben vor dem Chinesen, dass ich sie ärgern würde. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was die Taiwan haben könnte. Man hat Angst vor China und daher zögert man, Taiwan unter die Arme zu greifen. Aber Taiwan hat drei Waffen, die uns retten. Einmal Taiwan ist Demokratie, aber alleine reicht das nicht aus. Zweitens, Taiwan ist Spitzenreiter von Halbleiterchips. Drittens, die geostrategische Position von Taiwan ist unverzichtbar. Ich werde jetzt gleich erläutern, aber erstmal zur Halbleiter.
Ich habe während der letzten 3 Jahren Covid mehrmals Anrufe bekommen, direkt oder indirekt von einigen Autoindustrie. Glauben Sie mir, die sind groß. Und die wollen, dass ich den Wunsch nach Taiwan vermitteln, nämlich den Bedarf an Halbleiter für die Autos, die Deutsche produzieren, zu decken. Ich habe das gemacht, hat nicht hundertprozentig funktioniert, ein bisschen hat es doch geklappt. Aber ich sage Ihnen, wenn Taiwan unter die Kontrolle von China geraten sollte, Sie wissen ja, das hat man da immer gesprochen, Volkswagen produziert und verkaufte 40% von den Autos in China. Ich kann Ihnen sagen, da hat ein Professor gesagt im Fernsehen, Volkswagen kann kein Auto verkaufen oder verstellen ohne die Chips von Taiwan. Hat er zu einer Journalistin und Journalistin gesagt, ja, wie denn, können Sie das noch näher erläutern? Da sagt er, ohne Chips von Taiwan, GPS funktioniert nicht, die Tür geht nicht auf, Rückspiegelung klappt nicht auf oder klappt nicht zu. Das Auto kann man nicht mehr herstellen, kann man auch nicht verkaufen. Dann wurde die Journalistin neugierig und hat gefragt, ja, können Sie mir nichts mehr sagen? Gibt es überhaupt noch etwas an dem deutschen Auto, das ohne Chips von Taiwan funktionieren könnte? Dann kratzt sich der Professor hinter die Ohren und sagt nach 5 Sekunden, ja, vielleicht, okay, das Wanddreieck. Sie lachen zu früh. Man kommt an das Wanddreieck dran, wenn der Kofferraum nicht aufgeht. Das ist nur ein Beispiel, warum Taiwan wichtig ist. Früher heißt es immer, what's the matter with Taiwan? Und heute heißt es, why Taiwan matters? Eine Zeit lang hätte man glauben können, der Westen könnte eventuell wegen China sagen, Schluss mit Taiwan. Und heute heißt es, Schürte Schluss mit Taiwan. Sehen Sie, wie schön, dass man Schürte hat. Man muss natürlich auch noch die Stirn haben. Und das ist etwas, was uns schützt. Wenn man Taiwan mit Deutschland vergleichen würde, ich stehe ja dazwischen. Sie wissen ja, Taiwan hat es gut geschafft, die Verbreitung von Covid einzudämmen. Wissen Sie warum? Auf demokratische Weise, nicht wie in China. Denn die Angst davor, dass China diese Angelegenheit ausnutzt, um Taiwan zu überfallen, ist zu groß. Denn China hat 2005 ein Antisezessionsgesetz verabschiedet und darin sind 5 Voraussetzungen genannt. Es braucht nur eine in Erscheinung zu treten, dann ist China berechtigt, Taiwan mit oder ohne Gewalt zu übernehmen. Eine davon ist, bricht in Taiwan eine Katastrophe aus, dass die Regierung keine Kontrolle mehr hat, dann ist China berechtigt, um das eigene Volk in Taiwan zu schützen, Taiwan zu übernehmen. Mit ohne Gewalt. Also diese Angst, dass eine Katastrophe wie Covid ausbrechen könnte und dass Taiwan tatsächlich in Katastrophe ausbrechen würde und China sagt dann, so, jetzt müssen wir unsere eigenen Leute sozusagen, wir müssen unsere eigenen zur Unterstützung eilen. Diese Angst hat uns auch dazu getrieben. Wir haben Deutschland, ich glaube, das war 7. April 2020, wir haben Deutschland an Deutschland 1 Million Schutzmasken gespendet. Weil Deutschland, wie Herr Lechter, Bundestagsabgeordnete, die uns immer unterstützt haben, wo es geht. Da die Regierung, gut, es gibt auch bis inzwischen hat sich die Situation gut verbessert, aber ansonsten der Bundesabgeordnete wie Lechter, Miro Rosentritt von FDP, aber auch von der Union, von den Grünen, inzwischen von der SPD auch. Wir arbeiten länger. Es wurde hier propagiert, 4-Tage-Woche. Wir Diplomaten, wir arbeiten 8 Tage in der Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Bundestag. Ja, wir arbeiten 8 Tage.
Es ist für uns wichtig, diese Freunde zu haben. Es ist unser ein Trost. Wenn Trost am Vergleich machen würde, China, dann habe ich immer gesagt, die Deutschen, sie haben Erdbeeren, wir haben Erdbeben. Sie haben iPhone, wir auch. Aber wir haben noch Taifun. Und sie haben Corona, wir haben China. Und das ist ein Risiko, das ist ein Risiko, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind. Jetzt fragt sich, gibt es eine China-Zeitwende gegenüber China? Man wird es vielleicht nicht gestehen, aber Nomen ist Omen. Wir erkennen, gestern hatte ja Herr Lindner, Staatsminister, ja von dieser nationalen Politik gesprochen. Man spricht eigentlich nicht mehr von China-Politik, sondern China-Strategie. Man spricht da China auch nicht mehr nur als Partner. Ne? 2019 von Brüssel aus, Partner, Wettbewerber, System, Rivale. Taiwan ist bis jetzt noch nicht ganz auf dem Radarschirm für die Europäer erschienen. Wenn wir aber nicht mehr, wann war das letzte Mal, dass Sie von Asien-Pazifik gehört haben? Man hört eigentlich immer öfter Indo-Pazifik. Asien-Pazifik, da geht es um die Länder, da geht es mehr oder weniger um Wirtschaft. Aber Asien-Pazifik, was man von Indo-Pazifische Strategische Allianz. Ein langer Name, muss man mehrmals lesen. So kompliziert wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja. Die ist wichtig, dieser Begriff. Wenn die Deutschen, wenn die Franzosen, wenn die Briten, wenn die Italiener, wenn die Spanier, wenn die Holländer hier und da ihre Kriegsschiffe, Kampfjets dahin schicken, nicht über Atlantik, auch nicht über das Schwarzmeer, sondern Indo-Pazifik, dann heißt es, man hat ja schon erkannt, was die Chinesen dort gemacht haben. Ich habe auf die Frage von einem Journalisten, nachdem Macron in China über Taiwan-Krise, nicht unsere europäische Krise, gesagt hat, dann wurde ich natürlich von vielen Journalisten gefragt und sagte, einer, die Frage war, was hätten Sie Herr Macron gesagt, wenn Sie ihn vor Ihnen hätten? Sie haben gesagt, ich hätte ihm gesagt, Monsieur Präsident Macron. Wissen Sie warum? Die Franzosen bei dem letzten Fußball-Weltmeisterschaft gegen die Argentinier verloren haben. Dem Macron haben doch vorne einen wunderbaren Fußballspieler Mbappé. Mbappé und dann die Argentinier, gut, die haben einen Messi. Aber am Ende haben die Argentinier das Spiel gewonnen, die Franzosen verloren. Wissen Sie warum? Weil die Franzosen zwar vorne einen Mbappé haben, die Argentinier vorne einen Messi, aber hinterher haben die Argentinier etwas, was die nicht haben, jemand, das sie nicht haben, den nicht haben. Und das ist der Martinez, das ist der Torwart. Wenn vorne der Stürmer, Torschützer und hinten der Torwart zusammenarbeitet, gut zusammenarbeitet, dann gewinnt man. Wenn die Ukrainer vorne kämpfen und hinten die Europäer unterstützen, auch wenn sie keinen Soldaten dahin schicken, aber jeder tut seinen Teil von seiner Arbeit, dann klappt es, dann werden die Ukrainer die Russen auch besiegen. So wie Argentinien, die Franzosen, auch wenn die Franzosen sehr gut gespielt haben, die Argentinier haben das gewonnen. Und Taiwan ist in diesem Fall der Martinez in diese indo-pazifische strategische Allianz. Die Tiefe des Gewässers, wie gesagt, in der Taiwanstraße sind 140 Meter seicht. Aber an der Ostküste, da beginnt der Western Pacific, da ist die Tiefe des Gewässers im Durchschnitt 1400 bis 1600 Meter. Und das heißt, wenn die U-Boote dort untergeht, kann man die schwer verorten. Und das ist auch der Grund, warum die Australien bereit waren,
Entschädigungssumme von Millionen und Millionen zu zahlen an die Franzosen. Die wollen den Vertrag nicht ausführen. Die wollen den Vertrag aufgeben und die wurden U-Boote bei den Amerikanern unterstützt von den Briten zu bestehen. Es geht um U-Boote. Was bauen die Australier U-Boote? Die brauchen das nicht, um Fischerei zu betreiben. Aber warum? Warum waren sie bereit, so viel Entschädigungssumme an die Franzosen zu zahlen, also Vertragsbruch? Denn die U-Boote, die Franzosen die beriefen würden, ist mit dieser betrieben. Die Amerikaner und Britischen, das sind mit Atomkraft, atombetriebene U-Boote. Und damit kann man sich besser und länger unten verstecken und so weiter. Jetzt fragt sich, warum? Jetzt sage ich es Ihnen. Das lassen wir. Sie sehen hier Taiwan in der Mitte China. Ja, das ist Taiwan. Und Australien ist hier. Meine Damen und Herren, das Gebiet von sogenannten indopazifischen strategischen Allianz, das Gebiet davon. Ja, und Taiwan ist genau in der Mitte. Und hier ist Australien. China ist so weit weg. Der Grund ist, China hat 2019 die Solomon-Inseln für sich gewonnen. Die Solomon-Inseln, ein ehemaliger Mitglied von dem Great Commonwealth of Britain, hat die Beziehung zu Taiwan, die diplomatische Beziehung zu Taiwan im Jahre 2019 abgebrochen, 1983 bis 2019, und die haben dann die mit China abgebaut. Und kurz danach, stellen Sie sich vor, das ist eine kleine Insel, 700.000 Bevölkerung, die haben kurz danach einen Sicherheitsvertrag mit China abgeschlossen. Und aufgrund dieses Vertrages sind die Chinesen berechtigt, unter der Ausrede, über die Chinesen in Solomon-Inseln zu schützen. In der Tat ist, und da haben ja die Australier, da haben die Neuseeländer, haben die Amerikaner und so weiter gleich dann protestiert. Denn das ist der Schritt, bevor die Chinesen ihre U-Boote, ihre Kriegsschiffe dahin schicken. Das Wasser dort ist tief. Und Monate davor versuchte ein chinesisches Unternehmen, diesen Tiefseehafen, ja, Torigo heißt das, zu mieten. Das heißt, China expandierte sich, und wenn die Deutschen oder die Europäer sehenden Augens nichts tun würden, dann heißt es, jeder dritte Euro, die die Deutschen verdienen durch ihr Werthandeln mit dem Wert draußen, jeder dritte Euro kommt aus ihrem Geschäft mit den reinen Staaten dort. China wird dann aus diesem Seemarkt ein Erpressungsmittel gegen jedes Land. So, ich glaube, ich komme langsam zu Ende. Nein, zum Schluss nicht zu Ende. Der sogenannte Philosoph, ich glaube Richard David Precht, hat er Frau Baerbock kritisiert. Und dabei begründet er seine Kritik folgendermaßen. Und das hat mich, ich bin ungefähr 1,70 Meter, in diesem Augenblick bin ich 1,80 Meter. Der hat mich auf die Palme gebracht. Er begründet, ja, Deutschland ist ein freies Land, jeder kann ja die Regierungsmitglied kritisieren, das ist in Ordnung. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, Frau Baerbock, ja, jetzt abgehend davon, ob sie geeignet ist als Außenministerin und so weiter, Frau Baerbock hat in China etwas gesagt, was die Wahrheit ist. Und das geht um Menschenrechte und so weiter. Ja? Und dieser Philosoph, Herr Precht, hat dann gesagt,
wie können wir oder Sie, wir Europäer, den Chinesen unseren europäischen, westlichen Werte aufzwingen? Ich mag auch nicht in China leben, sagt er. Ich mag auch nicht in China leben. Aber wieso traut sich der Außenminister, die Außenministerin, den Chinesen unsere westliche Werte aufzuzwingen? Hätte ich ihn von mir gehabt, dann hätte ich gesagt, lieber Herr Precht, Sie als Germanist und Philosoph, Sie müssen doch wissen, auch die Deutschen, auch die Briten, die Franzosen, die haben hart dafür kämpfen müssen, damit sie die Redefreiheit und die Religionsfreiheit haben. Wir haben doch DDR vorhin. Also, Redefreiheit und Religionsfreiheit, mehr Parteien, das ist keine europäische, keine westliche Werte. Auch die Europäer, die haben dafür kämpfen müssen, Aufklärung danach und so weiter. Das ist eine universelle Werte. Und wenn die Chinesen sowas nicht brauchen, dann, lieber Herr Precht, ich würde ihn fragen, wozu braucht China so viele Gefängnisse für die politischen Gefangenen? Da habe ich festgestellt, es gibt in Deutschland Philosophen und Philosophen. Ja, ich würde sagen, er hätte nach dem Motto im Vino, immer Veritas. Ja. Ja, als Kind habe ich immer gesagt, im Kino Veritas, weil da alles geschieht, was man nicht tun darf. Was ich sagen wollte, ist ja zum Schluss, Europäer, vor allem Deutschland und Franzosen und Amerikaner, die brauchen Taiwan als Torwart. Wenn es darum geht, die indopazifische strategische Allianz funktionieren zu lassen. Übrigens, Strategie heißt ja ursprünglich das, was ein General, ein Feldmarschall tut. Also neutral ist das nicht. Ich kann Ihnen sagen, wenn man mich fragen würde, lieber Professor Xie, können Sie kurz das Verhältnis zwischen China und Taiwan beschreiben? Dann kann ich immer sagen, habe ich ja oft gesagt, das Verhältnis zwischen China und Taiwan ist großartig. China ist groß, Taiwan ist artig. Entscheidend wichtig, meine Damen und Herren, ist, bitte nicht vergessen, united we stand, divided we fall. Zusammen sind wir stark. Und das sagt nicht jemand aus Taiwan, der Sie bittet, sondern der Ihnen den Rat geben. Wenn man drin ist, sieht man das Ambiente nicht so sehr. Diese Angst vor China, ja, man sieht lauter China, die wird nicht. Und ich ende mit einem Zitat von einem Gedicht von Heinrich Heine. Der hat 1832 für die Europäer geschrieben, für die Deutschen, die Franzosen geschrieben, die Angst vor den Chinesen haben, die Angst davor haben, dass die Chinesen sich ärgern würden, wenn man etwas tut oder lässt, was dem Chinesen missfallen würde. Heinrich Heine hätte heute mit diesem Gedicht gesagt, habt keine Angst. Die Chinesen würden sich ärgern, aber das würde sich legen. Das Gedicht lautet, das Fräulein stand am Meere und seufzte Land und Bann. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein hartes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Die Sonne ist wichtig. Und wenn die untergeht, herrscht die Dunkelheit. Schlimm, man kriegt Angst. Durchhalten, wie die Ukrainer jetzt tun. Die Sonne kommt morgen wieder. Die geht wieder unter, die kommt wieder hoch. Und man soll auch wirklich zuhören, was die Lateinamerikaner macht. Das haben wir da oft schon zitiert. Si vis pacem, para rerum, wenn wir den Frieden wollen, dann müssen wir uns auch verteidigen können oder wir müssen uns darauf gefasst haben, dass wir uns auf unseren Werte verteidigen sollen. Ja, und das ist insofern wichtig, nochmal ein bisschen mit Goethe, die Werte, die wir haben in Taiwan, auch in Europa, diese Werte sind jung. Und es gibt immer Leute, die versuchen, die umzustürzen.
Daher hätte Goethe gesagt, die Leiden der Jungen, die Leiden der jungen Wärter. Und diese Wärter hält uns eigentlich am Leben. Schiller hat im Wilhelm Tell, und das ist eine wichtige Szene. Sie sehen, Sie haben ja mitgekriegt, der Diktator, der Gouverneur, der Gessler, der hieß ein Soldat mit einer Lanze, mit seinem Hut drauf, und jeder, der vorbeigeht, muss den Hut, den Hut schütteln und Ehrfurcht zeigen. Und Wilhelm Tell geht mit einem Sohn, dem Vater 2 Jahre alt, vorbei, unterhalten sich währenddessen und hat nicht darauf geachtet, und so bestraft werden. Und er kann sich nur von der Strafe befreien, sagt der Kessler, wenn er sozusagen auf 100 Schritte den Apfel auf dem Kopf von dem Jungen treffen würde. Das hätte er natürlich ohne weiteres schaffen können, aber nicht den Kopf auf dem Kopf von dem Sohn. Und der Großvater, der Opa, der hat solche Angst, bittet um Nachsicht, schmeißt sich auf den Boden und sagt dann, habe doch Umsicht. Und in den Augenblick sagt der Kleine, der Knabe, der Junge, sagt dann zu dem Vater, und da hat der Schiller zu uns gesagt, ein paar Jahrhunderte später, Großvater, knie nicht vor dem falschen Mann. Wir knien vor Gott, wir knien sogar vor unseren Eltern, meiner Frau, wenn ich etwas Falsches gemacht habe. Wir knie aber nicht vor dem falschen Mann. Und Xi Jinping und Putin, die sind definitiv nicht der richtige Mann. Taube. Ich wollte nur sagen, Tauwete ist gut, aber Kotauwete schlecht. Danke. So, meine Damen und Herren, Sie werden festgestellt haben, warum es ein großes Vergnügen ist, mit Professor Xi regelmäßig zusammenzutreffen. Und Sie haben uns jetzt eine, glaube ich, mit vergnüglichste Stunde, die es überhaupt jemals bei internationalen Politikveranstaltungen gibt, geschenkt. Und gleichzeitig dabei aber auch sehr zum Nachdenken angeregt. Wir haben jetzt die Gelegenheit, 25 Minuten Fragen zu stellen. Und im Anschluss daran muss Professor Xi weg. Das heißt, er muss um 11 Uhr beim Bahnhof sein. Also wer es bis 11.30 Uhr nicht geklärt ist, wird auch nicht mehr geklärt. Ich kann zur Sache beitragen, dass ich immer schon mir gedacht habe, mir sind 23 Millionen in Demokratie lebende Chinesen mehr wert als die 1,3 Milliarden, die kommunistische Luft respektive die nationalistische Luft atmen. Und ich hatte ja das Vergnügen, auf dem taiwanischen Nationalfeiertag 2018 dabei gewesen zu sein. Hermann Otto Solms hat mich mitgenommen. Seit dem Zeitpunkt habe ich keinen Kontakt mehr mit der chinesischen Botschaft. Das hat sich dann von selber erledigt, also bis heute nicht. Dafür haben wir beiden regelmäßig Kontakt. Und ich glaube, da habe ich auf die richtige Karte gesetzt und auch Glück gehabt, dass ich damals da einfach blauäugigerweise zu eurem Nationalfeiertag gekommen bin. Und um noch eine Sache hervorzuheben, die Bettina Stark-Watzinger war das erste Regierungsmitglied der Bundesrepublik seit den 90er Jahren. Das 1997. Genau. Und der letzte, der dort war, war der mittlerweile längst verstorbene Bundeswirtschaftsminister Günther Rexroth, auch von der FDP. Also man braucht sich da auch nicht zu wundern. Da sind wir Liberale doch ein wenig anders strukturiert als andere Leutskinder in diesem Bereich. Und Autokraten muss man immer zuhören. Und Xi Jinping hat deutlich gemacht, dass er Taiwan zurückhaben möchte, wie auch immer man das bewerten mag. Aber in diesem Jahrzehnt, das heißt die Taiwan-Frage im Gegensatz zu dem, was Präsident Macron gesagt hat, geht uns alle an. Alleine schon auch wegen der zentralsten Bedeutung für die Weltwirtschaft. Ohne Taiwan wären wir alle nicht so weit, wie wir heute sind. Der Kommunikationschef von Infineon hat mal zu mir gesagt, sie bräuchten 10 Milliarden Euro und 10 Jahre Entwicklungszeit,
um das zu erreichen, was Taiwan heute hat. Und dann ist Taiwan auch schon wieder 10 Jahre weiter. Also dementsprechend sind wir uns alle darüber bewusst, wir Deutschen sind in vielen Fragen exzellent, aber in der Halbleiterindustrie ist Taiwan die Top-Nation auf diesem Planeten und deswegen so zentral wichtig. So, ich habe da hinten den jungen Mann mit dem Basecap gesehen, der war der Erste, der aufgezeigt hat. Und danach kommen Sie, weil Sie haben gestern verzichten müssen gegen Ende und Sie haben auch verzichten müssen, machen wir Sie drei jetzt als Erste. Da hinten der Mann mit dem Basecap, ist der schon mit Mikrofon versorgt? Hallo, mein Name ist André. Kurz im Kontext und dann die Frage. Also Zelensky war kurz vor der Invasion der Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hat gesagt, es ist schön, dass sie uns die sicherheitsnachrichtendienstliche Daten zeigt und die ganzen Satellitenbilder. Wir wissen, dass die da 100.000 Truppen an der Grenze stehen. Wir brauchen Unterstützung, Waffen, wir brauchen Sicherheitsausrüstung und Unterstützung. Wir hören jetzt sehr viel über Taiwan und ich habe da auch das Gefühl, dass die meisten Menschen verstehen, dass die Invasion höchstwahrscheinlich bevorsteht. Wenn Sie jetzt heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Bühne hätten, welche Forderungen oder Bitten würden Sie an EU und USA stellen im Sinne von konkreten Steps? Also brauchen Sie Waffen? Sollen die EU und USA mehr Stirn gegen China bitten? Also welche Forderungen hätten Sie damit, Taiwan in ein paar Wochen, Monaten, Jahren nicht das gleiche Schicksal wie Ukraine erleidet? Mir wurde in der letzten Zeit oft die Frage gestellt, würden die Amerikaner wirklich vorbeieilen und den Taiwaner unter die Arme zu greifen im Fall einer chinesischen Attacke? Meine Antwort ist nein. Die Amerikaner werden nicht kommen, denn die sind ja schon da. Die sind seit 1950, genau gesagt, seit 1900, am 14. Juni sind die seit diesem Tag da. An diesem Tag hat der Kommandeur, Chief Kommandeur oder Kommandant im Schiff von den Fernost, MacArthur, ein Memorandum geschrieben, mehrseitig. Das kann man heute noch im Internet finden. Er hat ein Memorandum geschrieben an seinen Präsidenten Truman. Und ich habe dieses Memorandum gelesen, mehrereseitig. Es beginnt mit dem folgenden Begriffen. Also, since the fall of 1948, übersetzt in der Deutschen heißt, seit dem Herbst von 1948, als die chinesische kommunistische militärische Kraft in der Lage ist, das ganze Festland China in die Klaue zu kriegen, bin ich davon überzeugt, dass Taiwan, ich spreche von Formosa, gemeint ist Taiwan, wenn Taiwan unter die Kontrolle von den Kommunisten geraten sollte, sind die strategischen Staatsinteressen von den USA im Eimer. Ein paar Seiten später hat er nochmal geschrieben, konkretisiert seine Ansicht, denn aus Taiwan würde ein unsinkbarer Flugzeugträger und Schlepper von U-Booten für die Chinesen, für die Kommunisten. Das heißt, Taiwan darf nie in die Hände geraten, die USA, da gemeint eigentlich der Wert der Freiheit, feindselig gesinnt ist. Das ist 1950, fast 30 Jahre später, 1979, hat man gestern noch darüber gesprochen, der Taiwan Relations Act. Denn in diesem Jahr haben die Amerikaner die diplomatische Bindung Taiwan aufgegeben, um die mit China aufzubauen, in der Erwartung, zusammen mit China UdSSR zu umzingern. Dafür, dass die Chinesen trotzdem nicht Taiwan bekommen kann, hat die Parlament, bei dem Parlament, die haben dann ein Gesetz verabschiedet, Taiwan Relations Act 1979, effektiv am 1. Januar. Das heißt, gleichzeitig mit dem Zustand kommen der diplomatischen Beziehung zwischen USA und China. So, wenn man dieses Taiwan Relations Act lesen würde, dann findet man den Satz, da unten ist ein Long Title,
Und der lange Titel ist da, um den Sinn dieses Gesetzes zu erläutern. Und der erste Satz lautet: The Taiwan Relations Act helps maintain the peace, security and stability. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt Peace, Security und Stability auf der Taiwan Street. Nein. Dieses Gesetz soll Frieden, Sicherheit und Stabilität von Western Pacific garantieren. Es heißt nicht Western Pacific Act oder Gesetz, Taiwan Gesetz, aber es geht nicht um Taiwan, es geht um Western Pacific. Das ist 1950, und seitdem sind die Amerikaner immer da gewesen. Und die Japaner, ganz oben. Übrigens, der Begriff Indo-Pazifik stammt nicht von den Amerikanern, sondern von dem japanischen Premierminister, leider ermordet, Shinzo Abe. Die Japaner sind ganz oben. Wissen Sie warum? Weil die immer gewusst haben, die Chinesen expandieren sich. Und Xi Jinping spricht die ganze Zeit von großartigen Aufstehen der chinesischen Nation. Die Japaner, die wissen es. Daher gibt es eine Redewendung, um dieses Beziehung zwischen Taiwan und China und Japan zu beschreiben. Heißt auf Chinesisch, Chun Wang Shi Han, und das heißt, fallen die Lippen weg, frieren die Zähne dahinter. Und die Taiwaner sind die Lippen. Die Japaner sind die Zähne. Also kein Wunder, dass sie bis auf die letzten Zähne bewaffnet sind gegen die Chinesen. Die wussten, die ahnen, die wissen, man muss sich bewaffnen. Nicht um die Nachbarländer anzugreifen, sondern um sich zu verteidigen. Zu ihrer Frage, kommen die Europäer nicht, um Taiwan zu unterstützen? Ihre Entscheidung, die Amerikaner und die Japaner, die werden Taiwan nicht unterstützen, die unterstützen sich, indem sie Taiwan unterstützen. Geht Taiwan weg? Übrigens, die Ukraine, die geht ja nicht weg. Auch wenn Putin den Sieg gewinnen sollte, dann heißt es ja nicht, den Europäer ist die Ukraine abhanden gekommen. Nein, die Ukraine, die kommen zurück, gezwungen von den Russen. Und jetzt haben die Europäer sozusagen die Russen, die Ukraine, die Belarus. Die Russen werden die Ukraine zwingen, sozusagen, gegen die Westeuropäer. Das ist genauso wie in Taiwan. Also wir Chinesen Taiwan haben, die Taiwaner werden dazu gezwungen, mit den Chinesen gegen die Japaner, gegen die Amerikaner zu kämpfen. Also es liegt sehr viel an diesem kleinen Insel. Die Amerikaner werden kommen, die Japaner werden kommen und die sind schon da, Philippinen. Vor zwei Wochen haben die ja gerade noch vier zusätzliche Stützpunkte sozusagen vermietet oder zugesprochen den Amerikanern. Und der nördlichste Stützpunkt liegt 400 Kilometer nur vom Süden von Taiwan. Sie können sich vorstellen, was die Sache ist. Der Krieg hat dort bereits angefangen. Genauso wie vor dem 24. Februar letzten Jahres. Die Truppen, die Panzer, die wurden ja nicht über Nacht an die Grenze hingeschickt. Man hat sich gewünscht, der Krieg würde nicht kommen. Ist aber da. Ja. Also wenn man etwas lernen sollte aus der Lehre von diesem Krieg, dann heißt es auch Zeitenwende auch gegenüber China. Und das im Hinblick auf Taiwan. Wenigstens wenn Taiwan, stellen Sie sich vor, wenn ich nicht mal als Repräsentant, ich verzichte auf Botschaft, ich bin sowieso Botschaft, mit zweimal O, wir sitzen alle in einem Boot, ja. Ich verzichte auf Botschaft, aber dass wir uns nicht Taiwan nennen dürfen, während die Chinesen die ganze Zeit, Taiwan gehört zu China, ja, und die ganze Europäer mitmachen, das ist für uns schwer zu akzeptieren. Und wenn man selbst dieses kleine Zugeständnis auch noch mitmacht, kann man ja schlecht erwarten, dass man den China sagen, wir können es nicht akzeptieren, die Taiwan-Frage mit Gewalt zu lösen. Das ist schwer überzeugend. Also vielleicht mit Taiwan anfangen.
Exzellenz, Sie gestatten weitere Fragen? Ja. Wunderbar. Dann kommen wir hier zum Bundesnachrichtendienst, BR. Hallo, mein Name ist Jens Oelschlegel, ich komme aus München, arbeite in der IT-Industrie und ich habe folgende Frage an Sie. Ich höre seit dem Überfall auf die Ukraine im Westen das Wort Resilienz. Und dazu gehört, dass sowohl in Europa als auch in den USA Bestrebungen sind, unabhängig zu werden, was die Chipproduktion angeht. Und ich stelle mir vor, dass das eine starke Bedrohung für Sie ist, für Taiwan ist, weil das eine Schutzfunktion für Sie hat. Und ich frage mich, machen wir da nicht einen ähnlichen Fehler wie damals, als wir Nord Stream Pipelines gebaut haben und damit die Sicherheit der Ukraine untergraben haben? Der Vergleich hinkt. Russland ist nicht USA, für uns auf keinen Fall. Die Japaner, wir haben jetzt in Arizona und in Japan, die haben sicherlich in den Medien auch mitverfolgen können, eine Zusammenarbeit in Dresden ist im Gespräch. Ich bin ein bisschen involviert. Ob das zustande kommt, das wissen wir heute noch nicht. Aber diese Zusammenarbeit mit den USA, ich habe vorhin eigens von Amerikanern und den Japanern gesprochen. Das ist sozusagen ein der Risiken. Wir verteilen unsere Produktionslinie. Wir schaffen es sowieso nicht. Wir ziehen die Produktionslinien von China zurück. Also die Arizona da verlegt wird, sollte ursprünglich in China auf die Beine gestellt werden. Ja. Und das heißt, in diesem Fall ist dieser Zusammenhalt, das ist ein bindendes Glied und nicht ein trennendes Glied. Ja. Und Research and Development ist immer in Taiwan. Ja. Das ist Demokratie zu Demokratie. Wir haben, übrigens, Taiwan hat auch ein Volkswagen-Prinzip. Anders als in China. Volkswagen-Prinzip bei der Demokratie, wir sind das Volk, wir dürfen es auch wagen. Ja. Und das ist wichtig, dieses System aufrechtzuerhalten. Also Hubleiter bleibt nicht nur in der Hand von der Taiwaner, aber Hubleiter bleibt in der Hand von freien Staaten, von Demokratien. Und da hat man kein Misstrauen. Wir brauchen uns keine Angst zu haben oder Bedenken zu haben. Ja. Aber Russland... Das ist ja passiert, das brauche ich nicht sehen. So, der junge Mann, genau. Sie beklagen ja zu Recht, dass wir meine ich eben Deutschland und Europa, die Regierung, zu schüchtern sind. Sie müssen das Mikro ganz nah an den Mund halten, quasi okay. Essen. So, dass die deutsche und überhaupt die europäischen Regierungen sozusagen gegen China zu schüchtern sind, dass sie nicht ganz offen sagen, eben von Taiwan sprechen. Herr Sauer, bitte lauter. Noch lauter. Okay, ich bin nicht gewohnt, so ein Mikrofon so vor dem Mund zu haben. Geht's jetzt? Gut. Was würde denn passieren, wenn die Europäer untereinander sagen, wir einigen uns und wir erkennen jetzt Taiwan politisch an? Würden Sie sagen, das ist ja furchtbar, das wäre der Vorwand für Xi Jinping, jetzt den Krieg anzuzetteln? Oder würden Sie sagen, das ist ein so starkes Signal für Xi, dass er davon Abstand nimmt? Man muss nicht Taiwan gleich anerkennen, völkerrechtlich. Wäre schön, ich weiß, dann hätten wir sozusagen den Ball in die Hand von dem Chinesen spielen und die sagen, so, 5 von diesen Voraussetzungen, eine davon ist, die Taiwaner erklären sich unabhängig offiziell. Ja, schön wäre das, aber ich glaube, wir würden uns das nicht leisten. Aber wenigstens kann man zum Beispiel die Politiker, ich muss das ansprechen, 7 hochrangige Politiker, angefangen mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten, Premierminister, Verteidigungsminister, Außenminister, Parlamentspräsident und der Obergerichtshofspräsident, das ist der Vorsitzende von dem Verfassungsgericht, die dürfen nicht nach Deutschland kommen, auch nicht als Tourist. Nicht nach Deutschland, nicht nach Frankreich, nicht in die EU. Die dürfen den Boden nicht betreten. Es sind Ausnahmen gemacht worden. Ja? Und, aber das gibt's. Ja? Die dürfen
auch nicht als Tourist. Das schmerzt mir, muss ich ehrlich sagen. Stellen Sie sich vor, meine Präsidentin würde heute in der Nacht, und das ist dann in 7 Uhr in Taiwan, sie würde mich zum Außenminister ernennen. Ich müsste in 2 Wochen oder gar eine Woche Deutschland Koffer packen und Deutschland verlassen. Denn ein Außenminister darf nicht den deutschen Boden betreten. Ja? Ich wäre natürlich auch schuld daran, denn ich hätte da keinen Doktor machen müssen dürfen. Denn das auf meinen Visitenkarten wird dann stehen, Doktor Außenminister, und das heißt Draußenminister. Ja, also aber es wäre schön, wenn zum Beispiel, wenn ein taiwanischer Außenminister hier mich besuchen würde, das ist keine völkerrechtliche Anerkennung. Ja, aber trotzdem, sie haben das versucht und das geht nicht. Deutschland behandelt Taiwan gut im Vergleich mit anderen Ländern. Ich muss mich auch noch bedanken bei dem deutschen Auswärtigen Amt, die haben uns sehr unterstützt. Ja? Aber diese Zusammenarbeit mit den anderen gegenüber China, das ist schwierig, das ist Demokratie. Putin und Xi Jinping, die treffen sich innerhalb 10 Minuten, ist alles entschieden. Bei den Demokraten ist es schwer. Man muss absprechen, die jeweiligen Staatsinteressen berücksichtigen. Bei den Bösen heißt auf Englisch, it takes two to tango. Bei den Demokraten, it takes five to bingo. Ja? Es dauert lange, bis man zu einer einheitlichen Ansicht kommt. Aber wenn man nicht damit beginnt, da freuen sich die Chinesen. Die lachen sich ins Fäustchen. Ein bisschen, ich glaube, da wird man nur Respekt ernten, sagen wir so. So, derzeit sehe ich, doch, es gibt noch Leute, die gestern noch keine Fragen gestellt haben. Dann kommen wir jetzt mal zu dem jungen Mann dort mit dem, ja genau, und danach dann der Herr hier vorne mit dem blauen, weiß karierten, gestreiften Hemd. Ich hoffe, man hört mich. Okay. Ich bin Theo und ich würde gerne auch eine Frage zu der Rolle Japans stellen. Sie haben es jetzt gerade schon in der Frage von da hinten beantwortet, von André, glaube ich, war der Name. Wie sehen Sie die Aufrüstung Japans für die Sicherheit in der Region und glauben Sie, dass das zur Sicherheit Taiwans beitragen wird oder dass das eher China provozieren würde? Danke. Es gibt seit den letzten 60er Jahren einen Sicherheitsvertrag, bilateralen Sicherheitsvertrag zwischen den USA und Japan und der wird immer erneuert. Vor ungefähr 2 Jahren und auch vor kurzem unter dem Premierminister Fumio Kishida, da wird dieser Sicherheitsvertrag zwischen den USA und Japan so weit gefasst, dass Japan sich bedroht fühlt, wenn in der Umgebung etwas gibt, was die Sicherheit von Japan beeinträchtigen könnte, wird dann noch weiter interpretiert. Gemeint ist Taiwan. Die Japaner haben schon lange damit angefangen, nach diesem Civis Pacem Paraberum. Die haben sich darauf aufgemacht. Es kommt eines Tages, wenn man nicht immer deutliche Zeichen nach China schicken, kommt bloß nicht auf die Idee, Taiwan anzugreifen. Wir sind sofort da, wir sind bereits da. Dieses Zeichen müssen eigentlich von Deutschland, von EU aus, von NATO aus. NATO hat ja nicht unbegründet jetzt bekannt gegeben, in Japan ein Kontaktbüro aufzumachen. NATO, North Atlantic in Japan, ist nicht unbegründet. Meine Damen und Herren, als ich noch in Bochum studierte, da waren die Studenten, unsere Sprache war natürlich ein bisschen vulgär. Ich darf mich eines Spruchs nochmal bedienen. Da heißt es, die Kacke ist am Dampfen, dort in Western Pacific und Taiwan und Japan. Die Chinesen haben 7 künstliche Inseln im südchinesischen Meer, 3-mal so groß wie das Mittelmeer. 7 davon haben die 4 militarisiert. Kriegsschiffe, U-Boote, Kampfjets, Solomon Island. Ja, die sind schon längst dabei. Ja. So, und das ist jetzt dann die letzte Frage, weil wir gesagt haben, dass der
Professor Schiele pünktlich los muss. Ja, das war leider der, Sie haben ja kein blau-weiß gestreiftes Hemd an. Nee, das war schon richtig, er war dran. Nee. Ist es an? Nein, er war dran, blau-weiß gestreiftes Hemd. Also ihr ist es weiß, das sehe ich. Ja. Gut, wunderbar. Also, bitte. Danke. Hört man mich? Ja. Also ich habe eine Frage an Herrn Xi. Wie ist die Perspektive in Taiwan bezüglich Gesamtchina? Also versteht sich Taiwan als Teil Chinas, des großen chinesischen Volkes, oder will man sich absetzen? Das ist die Frage an Sie, wenn es anders wäre, gut wäre, die gesamtchinesische Perspektive zu propagieren, nur mit dem Unterschied gegenüber der Volksrepublik, dass man eben auf Demokratie setzt und nicht auf autoritäres System. Und Taiwan ist, soweit ich das überblicken kann, ein gutes Beispiel dafür, dass es auch demokratisch geht in China. Ja, dass es also gar nicht so ist, wie Xi Jinping behauptet, eine Demokratie im Sinne des Westens ist in China nicht möglich. Also ich denke, dass Taiwan mit dieser Perspektive, dass die Chinesen auch zu Demokraten der Demokratie fähig sind, dem Xi doch einigen Wind in China, in der Volksrepublik China, Wind aus den Segeln nehmen könnte. Ich glaube, im Moment wird gerade das Gegenteil gemacht. Man muss das Wasser abgegraben und auf die Mühlen von China zu geben. Das muss aufgehört, muss gestoppt werden. China behauptet natürlich, Taiwan sei ein Teil von China. Seit der Gründung von der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949 hat China Taiwan keinen einzigen Tag regiert. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet. Ich weiß, wenn man nicht verheiratet ist, kann man sich ja nicht scheiden lassen. Die können auch sagen, die Mongolen, die innere Mongolei und die mongolische Republik hat er einmal von China gegeben. Oder die müssen eigentlich Finger davon lassen. Die Tibet hat bis 1950 war noch ein selbstständiges Staatswesen. Das heißt, glauben den chinesischen Kommunisten nicht. Wir sind politisch Taiwan. Taiwan is not a province of China. Taiwan is a promise of China. Also Taiwan ist kein Teil von China. Taiwan ist ein Urteil über China. Wenn die Chinesen sich demokratisieren würden, wovon man jetzt wenig Hoffnung davon ausgehen kann, würde ich das nicht abschlagen, wenn man über Einigung oder Vereinigung sprechen. Wie Deutschland 1990. Ich glaube, für die Chinesen ist der Zug abgefahren und meine darf nicht abfahren. Ich muss gehen. Ich weiß. Ja. Professor Xi, eine kleine Leckerei für die Fahrt und herzlichen Dank, dass Sie da waren und ich freue mich auf unser Wiedersehen in Berlin und Sie sind hoffentlich alle mit mir einer Meinung, dass das diese Stunde jetzt wirklich wert war oder anderthalb Stunden, dass wir seine Exzellenz, den Repräsentanten von Taiwan heute hier zugegen hatten. Ich sage immer, der zentrale Konflikt des 21. Jahrhunderts wird leider der Konflikt um den Pazifik werden. Der europäische Konflikt derzeit ist für den Fall, dass der Pazifik ausbricht, ein laues Lüftchen und wäre der Beginn des Dritten Weltkrieges, weil die NATO keine Einbahnstraße ist und wir im Endeffekt bei einem Krieg zwischen USA und China mit dabei wären aufgrund unserer Bündnisverpflichtung. Das nur als kleiner Gedankengang.
nebenbei. Und da der nächste Referent auch pünktlich weg muss, also alle haben sie ihre Züge direkt gebucht danach, gehen wir jetzt sofort über zum Sachstand der Zeitenwende. Und dazu haben wir heute den Generalleutnant Kai Rohrschneider unter uns, der dort und dazu berichtet. Ich möchte aber darauf hinweisen, wenn Sie dann später Fragen stellen und Sie hätten das Zugriff für die erste Frage, dass Sie daran denken, er ist im Dienst und nicht außer Dienst. Also er kann nicht wie andere Generäle dann entsprechend loslegen und vom Stapel laufen, sondern er muss sich immer an das halten, was die Hausleitung vorgegeben hat. Also bei ihm ein wenig freundlich sein. Dementsprechend, Generalleutnant Kai Rohrschneider, Ihnen gehört die Bühne. Ja, Sie gestatten mir noch ganz kurz vorweg ein paar Sätze. Ein Jahr ist seit der Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz vergangen. Hier gab es etliche Ankündigungen auf Veränderungen in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Deutschlands. Dabei stand vor allem eine bessere Ausstattung der Bundeswehr mit den formal geschaffenen Voraussetzungen des sogenannten 100 Milliarden Sondervermögens im Vordergrund. Bisher ist allerdings noch nicht allzu viel bei der Truppe angekommen. Die großen Posten wie unter anderem neue Hubschrauber, Kriegsschiffe und auch Schützenpanzer sind noch nicht in Aussicht. Das ist zwar in der Planung, aber konkrete Verträge gibt es noch nicht. Hier stellen sich unterschiedliche Fragen und wann dies geschieht, aber auch, ob das Sondervermögen überhaupt ausreicht, um den gesamten Bedarf zu decken. Man könnte auch sagen, vielleicht nur Löcher zu stopfen. Oder ob es eines noch größeren Verteidigungshaushaltes bedarf. In Zukunft sollen zudem mehr Übungen in unseren Streitkräften stattfinden, die kosten auch Geld. Und die Personalausgaben, man muss sich das mal vergegenwärtigen, machen allein schon gut 40% des gesamten Verteidigungshaushaltes aus. Daneben gibt es leider auch noch, das ist zwar eine andere Baustelle, aber man kann das in dem Kontext nennen, noch Probleme bei der Verpflichtung von qualifiziertem Personal oder aber bei Verfahren und Prozessen in der Beschaffung von Gerät sowie der Einsatzfähigkeit. Dazu muss ich, glaube ich, nicht sagen, Sie entsinnen sich, Herr Mais hat sich dazu geäußert, andere auch inzwischen aus der Politik natürlich, unserer Bundeswehr. Wie also müssen die Defizite angegangen werden und was ist zu tun? Der neue Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat hierzu mit seiner Führungsmannschaft bereits erste Ideen entwickelt. Dazu hören wir sicherlich auch ein bisschen was. Der Referent, Generalleutnant Kai Ronald Rohrschneider, ist Abteilungsleiter Führung Streitkräfte im Bundesministerium der Verteidigung. Nach Verwendung in der Panzertruppe diente er unter anderem als Chef des Stabes einer Brigade, Bataillonskommandeur in der Personalführung von Obersten und Generalen des Heeres, Referatsleiter Abteilung Politik, Brigadekommandeur, Chef des Stabes bei der US Army in Europa. Der zweite war der, neben dem stellvertretenden Generalinspekteur, momentan auch sehr positiv, dass da ein Deutscher dann auch mit eingefasst ist und dass wir da mehr im Gesamtkonzert spielen, des multinationalen Kommandos operative Führung als Chef des Stabes in der letzten Verwendung vor der jetzigen Verwendung. Herzlich willkommen, Herr General Rohrschneider. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Danke. Ja, meine Damen und Herren, meine Herren und Damen Abgeordnete, ich bin natürlich sehr froh, hier zu sein. Nach der Ankündigung könnte man denken, dass ich der Abteilungsleiter Haushalt bin. Das bin ich nicht. Und ich werde versuchen, tatsächlich ein bisschen mehr aus der Perspektive Streitkräfte, ganzheitlich Streitkräfte, einen Blick auf die Zeitenwende zu werfen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich ein bisschen am Anfang etwas weiter aushole. Ich kann jetzt dankbar dafür sein, dass der Staatsminister gestern sagt, die nationale Sicherheitsstrategie ist ja auch noch nicht raus. Dann kann man ja vorher noch was sagen, was man so denkt, weil es ja noch kein offizielles Dokument gibt, was dann festlegt, was die Sichtweise der Bundesregierung darauf ist. Andererseits die, die jetzt erwarten, dass ich ganz revolutionäre Aussagen tue, die enttäusche ich bereits an dieser Stelle, um ein angemessenes Erwartungsmanagement zu machen. Das wird jetzt sicherlich, oder ich gehe zumindest davon aus, nicht passieren. Trotzdem will ich ganz grundsätzlich mit der Frage Zeitenwende 24. Februar oder die Bekanntgabe 27. Februar in der Rede des Kanzlers. Damit möchte ich anfangen und möchte den Abholpunkt da nehmen, indem ich den russischen Überfall auf die Ukraine als eine fundamentale strategische Überraschung definiere. Wir können darüber sprechen, dass es war eine fundamentale strategische Überraschung.
letztlich keine operative Überraschung, denn wir wussten, dass die Russen es können. Die strategische Überraschung lag in der Frage der Absicht der russischen Führung. Und da waren wir im Grunde genommen, und jetzt wir spreche ich relativ allgemein so von Deutschland, der Meinung, das wird der doch nicht wirklich tun. Das ist doch völlig sinnlos. Die Konsequenz dieser strategischen Überraschung, und die Überraschungen sind ja im Prinzip, außer zum Hochzeitstag, wenn sie positiv sind, sind im Prinzip ja eher unerfreulich, ist, dass die Konsequenz dieser strategischen Überraschung die Herausforderung eigentlich der gesamten deutschen nach Zweiter Weltkriegs Außen- und Sicherheitspolitik ist, aber in jedem Fall eine Herausforderung für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nach dem Kalten Krieg. Und es werden Dinge in Frage gestellt, wie zum Beispiel unsere Herangehensweise an den wirtschaftlichen Multilateralismus. Also sehr fundamentale Fragen ergeben sich durch diese Zeitenwende, die weit über einen 100-Milliarden-Etat, Sonderetat für die Bundeswehr hinausgehen. Hätte man das alles wissen können vorher? Ja, die Antwort lautet immer ja. Verständlich war der deutsche Ansatz, der ja auch gar nicht exklusiv deutsch war, schon, aber es gibt ein relativ altes, aber finde ich recht instruktives Zitat eines österreichischen Feldherrn des späten 17. Jahrhunderts, Raimondo de Montecuculi. Und der sagte in einem seiner Schriften über Kriegskunst, ein neuerer großer Politiker hat gesagt, dass der Krieg gewöhnlich kein Handel ist, durch den man reich wird, wohl aber einer, um groß zu werden. Es ist wahr, dass die Kriege sehr viel kosten und dass wer Krieg führt, eher verarmt als auf andere Weise. Diese Feststellung, diese Analyse hätten wir vielleicht ernster nehmen sollen. Und wir hätten uns, und das ist, denke ich, schon ein Mangel unserer Debattenkultur. Wir hätten bei der Frage des Denkens von Krieg uns im Klaren sein müssen, dass das von uns eigentlich und nachvollziehbar angenommene generelle nationale Interesse, fundamentale nationale Interesse, die Wohlfahrt eines Landes zu steigern, nicht ganz so generell ist, wie wir wohl glauben. Denn dass Putin eindeutig nicht den Reichtum seines Landes zurzeit verfolgt, sondern seine Größe, ist offenkundig. Dass diese Verengung auf eine Annahme war sicherlich mit eine Ursache dieser strategischen Überraschung, das kann man noch ausweiten, aber diese strategische Überraschung steht nun mal im Raum. Ein Aspekt zu deutschen kritischen Verwundbarkeiten, strategischen kritischen Verwundbarkeiten. Der Herr Staatsminister sprach es an, es ist auch schon an der einen oder anderen Stelle besprochen worden. Ich sehe eine, wenn nicht die wesentliche deutsche kritische strategische Verwundbarkeit in unserer multikomplexen Abhängigkeit von anderen Akteuren. Soll heißen, Beispiel natürlich Energieversorgung, aber im wirtschaftlichen Bereich geht es natürlich viel, viel weiter. Das ist einfach so. Unser Wirtschaftsleben beruht auf multilateraler, multinationaler Vernetzung. Aber es betrifft natürlich auch andere Bereiche. Die Antwort, die Deutschland nach 1945 auf diese Frage gegeben hat, denn Sie könnten behaupten, das ist ein bisschen die deutsche Frage. Die Antwort, die wir darauf gegeben haben, ist Multilateralismus. Insbesondere eigentlich institutionalisierter Multilateralismus in Form von sehr aktiver Teilhabe und Mitarbeit in internationalen Organisationen. Als da zu nennen sind, aus sicherheitspolitischer Perspektive, die NATO, die EU, die Vereinten Nationen, aber solange sie irgendwie funktioniert, könnte man zum Beispiel auch die OSZE nennen, die für uns ja zumindest früher eine große Rolle gespielt hat, solange sie eine Rolle spielen konnte. Die Zeitenwende ist aber nicht, und deshalb würde ich, glaube ich, der allerersten Einführung gestern ein bisschen widersprechen, ist nicht allein ein Erkenntnisproblem. Oder, na gut, diese Frage, wie Sie Erkenntnis sehen. Es ist aber mehr, als dass wir uns geirrt haben. Mit der Zeitenwende verbunden ist, denke ich, ein etwas längerfristiger Prozess, der aber durchaus schnell abläuft. Das ist in internationalen Beziehungen der Bedeutungszuwachs der militärischen Dimension von Macht.
Das ist für Deutschland eine riesige Herausforderung. Ich denke, es ist psychologisch eine Herausforderung und darüber hinaus. Aber wir können nicht leugnen, dass die militärische Dimension von Macht in internationalen Angelegenheiten eine wachsende Rolle spielt. Und da denke ich gerade die brillante Präsentation durch den Vertreter Taiwans hier gerade hat das ganz deutlich gemacht. Ganz, ganz deutlich gemacht, welche Bedeutung eben auch im indopazifischen Raum die militärische Dimension von Macht hat und dass diese Dimension wichtiger wird. Und darauf müssen wir uns einstellen, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir es wollen oder nicht. Und wir werden, das ist sicherlich ein Ergebnis unserer Energieumorientierung in Bezug auf Russland, wir werden sicherlich auch im Bereich der ökonomischen Dimension von Macht uns neu orientieren müssen. Der Blick, den wir in der Vergangenheit hatten, wird so einfach nicht weitergehen. Das ist zumindest meine Einschätzung. Und wir sind im Grunde genommen mit Resilienzüberlegungen ja auch an diesem Thema dran. Und der Herr Staatsminister sprach das auch im Zuge auf die nationale Sicherheitsstrategie an. Also ist die Zeitenwende eine fundamentale Kursanpassung, auf der einen Seite ganz offensichtlich an die russische revisionistische imperiale Logik und die daraus entspringende militärische Aggression, aber darüber hinaus eben auch gegenüber der weiteren Erosion der regelbasierten internationalen Ordnung, die für uns essentiell ist. Wer auf institutionalisierten Multilateralismus setzt, der kann gar nicht anders, als auch eine regelbasierte internationale Ordnung zu wollen müssen, weil beides im Grunde unauflöslich miteinander verbunden ist. Die Zeitenwende bringt mit sich eine Neugestaltung der europäischen Verteidigung. Da stehen wir, und jetzt komme ich ein bisschen mehr so von ganz, ganz hohen Flughöhen etwas runter, auch vor Dilemmata. Und das ist, weil diese Konferenz sehr stark auf Strategie und die strategische Ebene konzentriert, das Bewältigen von Dilemmata halte ich für eine der Kernherausforderungen strategischen Handelns. Das Auflösen, was ja begrifflich eigentlich gar nicht möglich ist, ein Dilemma wirklich aufzulösen, aber der Umgang mit Dilemmata. Und es gibt eins, das wir jetzt auch die Streitkräfte, aber auch die Bundesrepublik Deutschland direkt vor der Brust hat. Das eine ist das Ziel der Unterstützung der Ukraine und das andere ist es die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Rahmen der NATO zu erhöhen. Und das sind zwei Ziele, die durchaus im Konflikt stehen können, die bei Abgaben von Waffen aus den Beständen der Bundeswehr immer in einem Konflikt stehen und die also eine Abwägung bedürfen, wie machen wir das, wie machen wir das nicht. Und als der Abteilungsleiter des Ministeriums, der für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte verantwortlich ist, kann ich Ihnen sagen, dass mir jede Abgabe wehtut. Ich sehe die Wirkung in der Ukraine. Ich verstehe das. Aber als derjenige, der sagt, ja, wir wollen aber doch die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte erhöhen, kann mich natürlich eine Abgabe nur dann glücklich machen, wenn wir sie sofort ersetzen könnten. Und da komme ich gleich später noch kurz zu. Die militärische Reaktion erfolgt zurzeit zweigleisig, also die Einstellung, die Umsetzung der Zeitenwende, und zwar einmal in der NATO und einmal in Deutschland. Die NATO, ich betone das hier nur ganz besonders, es gibt eine Besonderheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Streitkräfte. Meines Wissens gibt es bei den 31 NATO-Staaten nicht einen einzigen anderen, der in unserer Weise erklärt hat, die deutschen Streitkräfte sind für das Bündnis da. Sie sind ausschließlich für das Bündnis da, sie werden nur im Bündnis agieren, insbesondere wenn es um Verteidigung geht. Das ist speziell und deshalb ist der Vergleich zu anderen Nationen und wie andere Nationen manchmal mit ihren Streitkräften umgehen, manchmal etwas in die Irre führend. Die Bundeswehr ist eine Bündnisarmee. Und das ist 1955, 1956 so angelegt worden, das halte ich auch für richtig und für gut. Und deshalb spielt alles, was in der NATO passiert, für uns eine große Rolle. Und wir haben ein hohes Interesse daran, Dinge, die in der NATO stattfinden, dann eben auch ein bisschen in unserem Sinne zu beeinflussen, zumindest unsere Stimme hörbar zu machen. Dann gibt es natürlich einen Prozess hier in Deutschland, über den mehr geredet wird. Beides sind fundamentale systemische Rekalibrierungen, auf der einen Seite in der NATO, auf der anderen Seite in Deutschland.
die Einsatzbereitschaft generieren sollen, militärische Einsatzbereitschaft generieren sollen, unter anderem, aber denke, das ist der Fokus, liegt zurzeit in einem hohen Grade darauf. Und sie sind natürlich interdependent, diese beiden Prozesse. Ich will kurz über die NATO sprechen, aber da ich weiß, dass der General Braus nachher übrigens mit deutlich mehr Sachkenntnis als ich über NATO und NATO-Perspektive spricht, brauche ich das nicht auszuwalzen. Also alles, was Sie wirklich NATO fragen wollen und eine vernünftige Antwort haben wollen, da fragen Sie bitte den General Braus. Der NATO-Anpassungsprozess, wie er zurzeit für uns relevant ist, das haben Sie vielleicht mitverfolgt, Pläne, Operationspläne. Die NATO hatte keine Operationspläne zur Verteidigung Europas. Das können Sie gut oder schlecht finden, war aber letztlich der politische Wille der Mitgliedstaaten der NATO, dass das nicht erforderlich ist. Diese Einstellung hat sich geändert. Man hat mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit jetzt sozusagen erste Pläne entworfen. Da kann man noch an der einen oder anderen Stelle als Militär dran rumnörgeln. Das tun wir sowieso immer. Aber wir haben Pläne. Pläne sind essentiell. Warum sind sie essentiell? Nicht nur, weil man auf Grundlage von Plänen dann auch militärische Operationen ausführen kann. Sie sind mindestens so wichtig, weil sie die Grundlage sind, die ideale Grundlage sind, um tatsächlich militärische Bedarfe zu definieren. Alles andere ist sonst ziemlich generisch. So, ja, wir denken, das wäre doch irgendwie gut und da haben wir Verfahren für. Aber Operationspläne liefern ganz klare Grundlagen, zu sagen, wir brauchen so und so viele Truppen an diesem Ort, in dieser Zeit, mit diesen Fähigkeiten. Und das lässt sich dann auch besser an die Herren und Damen Abgeordneten transportieren, weil die sagen, das ist ja relativ verständlich jetzt, was sie uns da erzählt. Also Pläne sind wichtig. Ich gehe davon aus, dass in irgendeiner Form beim Gipfel in Vilna die Staats- und Regierungschefs das irgendwie zur Kenntnis nehmen werden. Wie das genau passiert, das ist, glaube ich, noch in der Diskussion. Aber man wird zufrieden feststellen, jawohl, wir haben jetzt erstmal Pläne. In den Plänen gibt es Dilemmata, denn es sind zwar zum Teil schon operative Pläne, aber es stecken strategische Dilemmata drin. Das Wichtigste ist, Abschreckung und Verteidigung ist militärisch betrachtet keineswegs das Gleiche. Eine optimale Kräfteaufstellung für Verteidigung ist nicht automatisch die optimale Kräfteaufstellung für Abschreckung und vice versa. Die NATO hat ganz eindeutig den Schwerpunkt auf Abschreckung gelegt und nicht auf Verteidigung. Sie sagt, das Ziel, das wir haben, ist abzuschrecken und nur im Versagen der Abschreckung zur Verteidigung überzugehen. Gott, das ist, glaube ich, auch in unser aller Interesse. Daraus ergeben sich aber für uns Militärs handwerklich durchaus intellektuelle Herausforderungen, wie man jetzt Abschreckung operationalisiert, wissend, dass man für die Verteidigung das doch eigentlich ein bisschen anders machen sollte. Ein Ergebnis, das daraus springt, ist die Frage vorne Stationierung versus flexibler Kräfteaufstellung weiter in der Tiefe. Ich will auf das Thema nicht tiefer eingehen, aber wir Deutschen als die Vorwärtsverteidigung, nein, die vorne Verteidigung, die Amerikaner haben es Forward Defense genannt, weil wenn man es rückübersetzt, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass was anderes gemeint war. War es aber nicht. Die vorne Verteidigung als fundamentales Prinzip in die NATO eingebracht haben, gegen die bessere militärische Meinung, haben wir vielleicht psychologisch ein Verständnis für diese Diskussion. Es ist aber auch eine militärische. Und dann gibt es einen dritten Punkt, den ich nur ansprechen will. Multinationalität versus operative oder operationelle Effektivität. Für die Abschreckung ist Multinationalität optimal. Für die Abschreckung, umso mehr Multinationalität Sie haben, umso höher ist die Abschreckungswirkung, weil immer alle gleich mitkassiert werden. Es ist unbestritten und jeder weiß das, für die militärische operationelle Effektivität ist eine möglichst niedrige Rate von Multinationalität einfach besser. Das Beste sind nationale Kontingente, rein nationale Kontingente. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Fängt mit der Sprache an, Führungskultur und. Das muss man gegeneinander abwägen. Der Schwerpunkt liegt bei Abschreckung. Also werden wir Militärs sagen müssen, gut, eigentlich würden wir ja eine höhere Kampfkraft generieren, wenn wir es so machen. Aber weil ja Abschreckung der Schwerpunkt ist, werden wir hier dann doch stärker in Multinationalität gehen. Das ist eine Diskussion, die läuft zurzeit. Zweiter Prozess, Kräfteeinmeldung. Wir sind gerade dabei, Kräfte einzumelden.
in die NATO in ein völlig neues Modell. Da sage ich später noch was zu. Dieser Prozess läuft parallel. Besser wäre, der eine wäre nach dem anderen gelaufen. Das wollte die NATO nicht nachvollziehbarerweise, weil sie sagt, wir haben Zeitdruck, wir müssen diese Dinge simultan machen. Führungsstruktur ist ein drittes Thema. Ja, das Militär muss sich ja immer organisieren, da sind wir auch ganz großartig drin. Führungsstruktur ist eine Frage, die der Supreme Allied Commander Europe allerdings nach hinten geschoben hat. Ich halte das für eine sehr, sehr kluge Entscheidung, das zu tun. Denn wir einigen uns natürlich sehr schnell auf eine zweckmäßige Führungsstruktur. Wir einigen uns aber deutlich schlechter darüber, welche Nation denn welchen General irgendwo einsetzt. Da fangen natürlich nationale Befindlichkeiten an. Das wird gemildert, wenn dann erklärt wird, dass für jeden Stern man auch 40 Stabsoffiziere mit in dieses Hauptquartier bringen muss. Dann sinkt der Appetit auf das Gestellen von Generalen und Admiralen wieder. Aber es ist eine hakelige Diskussion zwischen den Nationen. Aber ehrlicherweise hat da der General Braus auch mehr Erfahrung als ich. Also fragen Sie ihn doch bitte, wie das dann so läuft. Und Aktivierungsmechanismus, das klingt jetzt etwas technisch, Crisis Reaction Measures. Es ist entscheidend für die Reaktionsfähigkeit der NATO und es wird sehr weitreichende Auswirkungen in alle Bündnisnationen haben. Denn hier werden Mechanismen und Entscheidungen vorgeplant, die der Supreme Allied Commander Europe auslösen kann oder die er durch den North Atlantic Council genehmigt bekommt. Da gibt es auch noch Abstimmungen. Und diese Maßnahmen werden dann von allen oder sind dann von allen Bündnispartnern umzusetzen. Und zwar sind das nicht rein militärische Maßnahmen. Das können Maßnahmen zur Steuerung des Flug-, Schiffs-, Straßenverkehrs, Eisenbahnverkehrs sein. Das geht also quer durch die ganze Last. Und wir haben im Zuge der Ukraine, des Ukraine-Krieges tatsächlich hat der SACU eine Vielzahl solcher Maßnahmen ausgelöst. Sie dürften von den wenigsten was mitbekommen haben. Aber dieses System muss modernisiert werden, muss auch ausgerichtet werden auf Abschreckung. Und es führt am Ende zu der nationalen Frage einer, ich nehme jetzt mal den Begriff so, Mobilmachung. Wie halten wir es als Deutsche am Ende plötzlich mit der Frage einer Mobilmachung, die natürlich im Raum steht? Zur Bundeswehr, der nationale Anpassungsprozess. Da möchte ich Sie ganz kurz abholen, wo wir eigentlich stehen. Die Bundeswehr stellt sehr zuverlässig, und nicht nur die Einsätze, das haben wir ja auch getan, wir stellen zurzeit sehr zuverlässig, ein bisschen zufällig, aktuell etwa ein gutes Drittel der schnellen Reaktionskräfte, die SACUR, Supreme Allied Commander Europe, zur Verfügung stellen. Ein Drittel. Knapp 17.000 Soldaten in einer Einsatzbereitschaft zwischen 48 Stunden und 5 Tagen stellen wir. Und übrigens haben die auch für 30 Tage Munition. Damit es da keine Missverständnisse gibt. Das stellen wir mit hoher, sagen wir so, mit einem sehr, sehr hohen Standard. Wir bezahlen alleine 100 Millionen Euro in diesem Jahr, damit die Bahnverlegeoptionen offen gehalten werden, also dass die Bahn irgendwo nicht fährt, damit wir, wenn es erforderlich ist, diese nicht fahrenden Bahnslots belegen können. Also kostet alles ein bisschen Geld. 100 Millionen Euro nur dafür, dass pro Tag 2 Züge nach Nordosteuropa, nach Osteuropa, nach Südosteuropa fahren können. Also der Grad, und das können wir durchaus mit ein bisschen Stolz feststellen, der Grad, in dem Deutschland hier seine Bündnisverpflichtung erfüllt, ist sehr, sehr hoch. Und da können Sie zu Shape fahren und so weiter, das erkennt auch jeder an. Wir haben zusätzlich nach dem 24. Februar, am 24. Februar haben wir etwa ein Viertel der schnellen Reaktionskräfte SACUs gestellt, haben wir aus den Streitkräften auch noch mehr gemacht. Wir haben zusätzlich Kampfflugzeuge ins Baltikum verlegt, wir haben zusätzlich Kampfflugzeuge nach Polen verlegt, wir haben zusätzlich Kampfflugzeuge nach Rumänien verlegt. Wir haben eine deutlich verstärkte Präsenz von Seestreitkräften in der Ostsee gehabt. Wir haben die bodengebundene Luftverteidigung in die Slowakei gebracht, anschließend auch noch nicht allzu große Heereselemente. Das hat aber auch was mit dem slowakischen Parlament zu tun, dass jede Fremdstationierung erstmal genehmigen muss. Und wenn man im Land keinen Platz hat, kann auch keiner kommen. Wir wären bereit gewesen, auch mehr Truppe dorthin zu bringen, aber es passte halt nichts rein.
Wir haben unsere Enhanced Forward Presence Battle Group nachhaltig und dauerhaft verstärkt mit Artillerie und Logistik und über eine gewisse Zeit auch mit bodengebundener Luftverteidigung. Das hat also zurzeit haben wir also etwa knapp 17.000 Soldaten für diese Kräfte. Dann kommen noch etwa 2.000 bis 3.000 Soldaten in internationalen Krisenmanagement-Einsätzen und in diesen Kräftebindungen zusammen. Und jetzt kommen wir zum Problem. Weil das, jetzt haben sie noch gesagt, das hört sich alles so toll an, was soll alles bestens, läuft ja super. Das ist das obere Limit. Mehr können wir nicht. Mehr können wir nicht. Es ist sogar eigentlich mehr als das oberste Limit, strukturell betrachtet. Mehr können wir nicht. Und für Abschreckung und Verteidigung müssen wir deutlich mehr können. Der Hintergrund ist relativ einfach. Wir haben abschließend strukturell 2012 uns ausschließlich auf das Leisten von internationalen Krisenmanagement-Einsätzen optimiert und haben die Landes- und Bündnisverteidigung zwar irgendwie so mitgezogen, wir haben konzeptionell 16, 18 da zwar etwas nachgebessert, aber faktisch sind wir strukturell ausschließlich auf das Leisten von internationalen Krisenmanagement-Einsätzen, IKM-Einsätzen optimiert. Was bedeutet das? Wir haben die Streitkräfte geordnet, strukturiert aufgestellt in einem großen Kontingentsystem, sodass wir diese Einsätze, diese IKM-Einsätze eigentlich endlos alimentieren können. Das können wir. Wir können letztendlich maximal 12.000 Soldaten, oh, das würde uns zwar ein bisschen an die Substanz gehen, aber wir können im Grunde endlos 12.000 Soldaten in IKM-Einsätze bringen. Die anderen, weil das geht immer durch ein Kontingent, Sie haben 6 Kontingente, können Sie dann ausrechnen, was das eigentlich bedeutet. 6 Kontingente, rechnen Sie es durch, dann stellen Sie fest, ja, 12.000 macht rechnerisch irgendwie Sinn, mehr ist es nicht. Das ist eine Kontingentarmee. Das war für internationales Krisenmanagement sehr gut. Das war jetzt nicht Blödsinn, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber wir müssen zu Präsenzstreitkräften. Für Abschreckung und Verteidigung brauchen wir Präsenzstreitkräfte, die in der Lage sind, vollständig an militärischen Operationen im Rahmen Abschreckung und Verteidigung teilzunehmen. Dann kommen noch Kleinigkeiten dazu, passt aber in die Frage Zeitenwende. Diese Einsätze finden in einem administrativ oder im Regelungswerk des Friedens statt. Weil wir gesagt haben, ja, wir gehen ja nicht in Krieg nach Afghanistan. Also jetzt will ich jetzt nicht die Kriegsdiskussion in Afghanistan sozusagen aufbrechen, aber von der Vorgabe her geht ihr nicht in Krieg nach Afghanistan. Also alle Regeln, die ihr mitnehmt, sind Friedensregelungen. Sie kennen diese berühmte Geschichte, wo Minister Strupp vorgetragen wurde, wir machen hier die AU in Kabul, macht das Sinn? Der Minister meinte eher weniger. Wenn man afghanische Autos erlebt hat, ja, sagt man, da machen die paar Autos von uns wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Oder die Mülltrennung im Feldlager. Der Punkt ist ganz einfach. Wir nahmen deutsche und wir werden auch zukünftig deutsche Friedensregelungen in den Einsatz mitnehmen. Das war eine politische Entscheidung in den 90ern bereits. Das werden wir für Abschreckung und Verteidigung so in dieser Form nicht können. Wir müssen also hinterfragen, was für ein Regelungswerk nutzen wir eigentlich und wie gehen wir damit um. Das ist schwierig. Das ist schwierig, denn da gibt es eine permanente Abwägung verschiedenster Interessen. Der Soldat soll ja nicht irgendwie vom Arbeitsschutz völlig abgekoppelt werden oder Ähnliches. Ja, das kann ja nicht das Ziel sein. Das wollen wir nicht, das soll auch nicht so sein. Aber wenn wir wirklich in einen Krieg gehen würden, muss man sich trotzdem fragen, welche Regelungen sind dann denn noch wirklich angemessen? Also diese Abwägung muss erfolgen. Ich will die deutsche weitere Perspektive auf den Zweck von Abschreckung und Verteidigung mal an 3 Begriffen deutlich machen, weil es uns unsere Arbeit sehr strukturiert. Das sind 3 englische Begriffe. Der Bequemlichkeit halber werde ich sie dann auch übersetzen, aber weil ich sie immer in Englisch benutze, verstehen Sie bitte, dass ich dann womöglich mal ins Englische falle. Provide, Project, Sustain. Provide ist das Bereitstellen von Kräften. Project ist eigentlich auch klar, ist das Projizieren, das Verlegen, das Aufmarschieren lassen von Kräften. So nebenbei sieht man hier immer die Schwierigkeiten, Fachsprachen zu internationalisieren.
Und Sustain ist das Unterhalten und Versorgen von Kräften. Drei Aufgaben. Wir haben zurzeit, denke ich, einen hohen Fokus auf dem Provide, auf dem Bereitstellen. Das kommt schon durch die Initiative 100 Milliarden, denn das ist offensichtlich. Wir sind konzeptionell nicht ausgerüstet, um eine Präsenzstreitkraft zu sein. Das hatte man konzeptionell so festgelegt, hat gesagt, brauchen wir nicht, machen wir nicht, ist uns zu teuer, haben wir nicht. Wir hatten die Forderung, dass zum Beispiel Hauptwaffensysteme zu 70% in der Truppe sein müssen. Das ist so das Ziel, wenn es passt, aber eigentlich beschaffen wir nichts Neues. Deshalb haben wir mehr Panzer, als wir brauchen eigentlich, weil da war aus irgendeinem Grund waren 100% mal da. Aber in anderen Bereichen, die Beschaffung von Schützenpanzern oder ähnlichen Dingen, läuft erstmal immer auf diesem Level 70%, weil das konzeptionell so vorgesehen ist. Das reicht. Das reicht jetzt natürlich nicht mehr. Das reicht jetzt natürlich nicht mehr. Wir müssen und brauchen vollständig ausgerüstete Einheiten. Anmerkung zu den 100 Milliarden, da kann ich wahrscheinlich einer Frage vorwegnehmen. Die 100 Milliarden, die sind nicht vom Himmel gefallen. Das hoffe ich, glaubt auch eigentlich keiner. Die 100 Milliarden entsprangen einer Überlegung des BMVG. Was fehlt uns an Fähigkeiten eigentlich, weil wir es über die vergangenen Jahre nicht finanzieren konnten? Und daraufhin wurde eine Liste erstellt an essentiellen Fähigkeiten, die uns fehlen. Diese Liste ging auch in die Koalitionsverhandlungen der neuen Regierung. Und sie war mal so mit dem dicken Daumen, hat an gesagt, das kostet uns wahrscheinlich 100 Milliarden. Ganz dicker Daumen. Ja, da sind ja Waffensysteme dabei, die gibt es noch gar nicht. Also weiß man noch gar nicht, was sie wirklich kosten. Aber 100 Milliarden. Also der Kanzler hat nicht irgendwie am 27. Februar mal so frei improvisiert und sagte, 100 Milliarden klingt gut. Der Kanzler wusste schon wirklich, wovon er redete. 100 Milliarden. Fähigkeitslücken der Bundeswehr. Diese Liste wurde im Folge auch direkt genommen. Und hier kann man jetzt sagen, war wieder ein Dilemma. Man hat diese Liste genommen, weil sie auch existierte, und sagte, wie kriegen wir jetzt dieses Geld am schnellsten zum Abfluss? Indem wir diese Liste abarbeiten. Da sind die Projekte schon drauf, da sind wir schon eingestiegen, das machen wir jetzt. Das ist auch wichtig, sehr, sehr wichtig. Denn da sind Sachen drin wie, sie ist schon angesprochen worden, die F-35, ja, nukleare Teilhabe. Nukleare Teilhabe ist ein Kernelement der gemeinsamen Abschreckung. Und von daher müssen wir in der Lage sein, an der nuklearen Abschreckung teilzuhaben. Dazu brauchen wir die F-35. Das Ganze hat halt nur einen Haken. Diese Fähigkeiten, die uns fehlen, die, wenn man sie jetzt bestellt, kommen nicht über Nacht. Sie kommen nicht über Nacht. Und es macht auch keinen Sinn, Lockheed jetzt schon die F-35 zu bezahlen, damit das Geld abfließt. Das ist ja so beim Handel eher unüblich. Sei denn, sie kriegen Skonto oder so. Ja, ist aber, glaube ich, bei diesen Geschäften nicht so üblich. Also, wenn der erste Flieger, glaube ich, 26 oder sowas kommen soll, wird dieses Geld auch erst später abfließen. Grundsätzlich ist das eigentlich mit den 100 Milliarden auch sehr gut, weil diese 100 Milliarden der Jährlichkeit des Haushalts entzogen sind. Also ich langfristige Rüstungsprojekte darin auch besonders gut unterbringen kann. Es dämmerte uns, glaube ich, erst etwas später, dass es aber eine zweite Frage gibt. Nämlich die sofortige Erhöhung der Einsatzbereitschaft. Und dafür, da geht es jetzt plötzlich überhaupt nicht um die Fähigkeiten, die uns grundsätzlich fehlen, sondern es ist das, was ich ganz jetzt sofort machen muss. Und dafür waren aber jetzt die 100 Milliarden natürlich nicht mehr da. Und wenn also jetzt der Minister sagt, also ich brauche eigentlich mehr Geld, dann redet ihr eigentlich über das Geld jetzt im Einzelplan 14, das wir brauchen, um so schnell wie möglich mit dem, was da ist, Einsatzbereitschaft herzustellen. Ich verstehe, dass es ein bisschen schwierig ist zu erklären, wenn man 100 Milliarden hat und die, sagen wir mal so, nicht so flott ablaufen, weil die Projekte so langlebig sind, zu sagen, ich brauche jetzt aber noch mehr Geld, weil man sagt, du hast doch 100 Milliarden. Nur auch ohne Haushaltspolitiker oder Angehörige der Abteilung Haushalt zu sein, kann ich Ihnen sagen, es ist halt auch nicht ganz einfach. Der Haushaltsausschuss ist da durchaus kooperativ, das will ich auch sagen. Der Haushaltsausschuss ist da durchaus kooperativ, hat sehr früh noch bei vorläufigem Haushalt knapp 3 Milliarden Euro zum Beispiel für die persönliche Ausrüstung der Soldaten durchgewunken.
Das ist ein großer Schritt. Ja, wer sich mit Haushalt auskennt, weiß das, dass in vorläufiger Haushaltsführung knapp 3 Milliarden Euro zu sagen, könnt ihr ausgeben. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ausrüstung. Reden alle drüber. Für mich, sage ich mal so, weiß ich, was Ausrüstung ist, wird mich in meinen kommenden Jahren relativ wenig beschäftigen. Wir müssen Einsatzbereitschaft erhöhen mit dem, was wir gerade haben. Und da ist ein zweites Thema essentiell, das ein bisschen ein Unwort ist, aber über das man reden muss und über das wir auch reden. Strukturen. Wir sind strukturell ausschließlich auf IKM fokussiert. Diese Strukturen sind Kontingentstrukturen. Eine deutsche Brigade, um das Beispiel zu nennen, ist im Grunde ein Truppenpool für ein Einsatzkontingent. Das ist eigentlich gar keine Brigade. Eine Brigade ist ja ein Großverband, befähigt zum Gefecht der verbundenen Waffen. Die deutsche Brigade zurzeit ist das nicht. Wenn wir also eine Brigade irgendwo einsetzen wollen, dann müssen wir die komplett ändern innen drin, müssen Sachen wegnehmen, müssen Sachen dazu tun, um das zu machen, was taktisch eine Brigade ist. Das sind Strukturfragen. Die gehen wir jetzt an. Das Heer ist dabei, ja, diese Strukturen anzugehen und anzupassen und grundlegend eine Aufstellung zu finden, in der das deutsche Heer flächendeckend Einsatzbereitschaft herstellen kann. Wenn ich jetzt über das Heer immer so rede, denken Sie, ja, aber wir haben ja auch Luftwaffe und Marine, das stimmt. Glücklicherweise ist plattformbasierte Einsatzbereitschaft nicht so problematisch wie strukturbedingte Einsatzbereitschaft. Der Inspekteur der Marine wird jetzt nicht direkt sagen, da hat er ja hundertprozentig recht, aber es ist immer noch einfacher, eine Fregatte einsatzbereit zu machen, als ein Bataillon, das aber nicht als einsatzbereites Bataillon gegliedert ist. Das ist technisch was anderes. Ja. Und insofern machen wir immer eine genaue Trennung zwischen plattformbasierter Einsatzbereitschaft und struktureller Einsatzbereitschaft. Und unser Hauptproblem liegt in der strukturbasierten Einsatzbereitschaft. Und dann Übungen. Da will ich nur ganz kurz was zu sagen. Übungen sind essentiell und wir werden erleben die Rückkehr der Großübung. Ja, die werden nicht sein wie flinker Igel oder sowas oder wehrhafte Löwen. Aber es werden Großübungen sein. Die erste kommt jetzt schon im Sommer. Das ist, sagen wir so, sehr luftorientiert. Air Defender 23. Werden aber der ein oder andere Urlaubsflieger im Juni vielleicht doch merken. Wir werden 24 insbesondere ein Hochjahr von Großübungen haben, wo wir uns mit einem Übungscluster beteiligen, Quadriga 24, der von Deutschland bis nach Litauen und Polen reicht, wo wir uns an Übungen im Nordatlantik beteiligen, in der Ostsee und so weiter und so fort. Und diese Übungen sind die Währung der Abschreckung. Und von daher werden Sie erleben, ja, dass wir nicht nur um Einsatzbereitschaft herzustellen, sondern um sie auch zu demonstrieren, Großübungen haben werden. Wir werden 25 haben wir das Ziel, ein Kräftedispositiv zu stellen, das 30.000 Soldaten umfasst. Sie sehen, das ist also mehr als die 17.000, die wir jetzt haben. Das ist also in 2 Jahren ein durchaus anspruchsvolles Ziel. Wenn Sie mich fragen, schaffen Sie das, sage ich ja. Das Ziel ist nicht überambitioniert, es ist aber auch nicht risikoscheu. Es ist anspruchsvoll. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Wenn wir 20.000 Soldaten bei der Corona-Hilfe einsetzen können, um das deutsche Gesundheitssystem vom Kollaps zu bewahren, dann können wir das auch. Keine 100%-Lösung. Wir werden sicherlich an Stellen improvisieren und man wird über bestimmte Dinge vielleicht auch sagen, das ist ja gar nicht ideal. Nein, es wird nicht ideal sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Sustain. Deutschland ist das Aufmarschgebiet der NATO. Das wissen wir schon. Das wusste schon die Ministerin von der Leyen, als sie volontiert hat und gesagt hat, Deutschland stellt das Joint Support and Enabling Command. Deutschland ist auf Englisch die Support Area der NATO. Nach Deutschland werden die Masse der Verstärkungen zunächst kommen. Sie werden sich durch Deutschland bewegen und werden aus Deutschland heraus zur Bündnisverteidigung oder zur Abschreckung dann an ihre Einsatzorte gebracht werden. Das sind enorme logistische Herausforderungen. Enorme logistische Herausforderungen. Also wenn wir schon Vorsorge treffen müssen für 2 Züge pro Tag, da können Sie sich vorstellen, hier reden wir aber über hohe 2, wahrscheinlich 3-stellige Zahlen für Züge pro Tag, die wir brauchen, um das durchzuführen. Das deutsche Bahnnetz ist aber zu 90% ausgelastet.
Also ist sehr wohl zu prüfen, was für Rückwirkungen es auf ökonomische Aspekte hat, wenn so etwas stattfinden soll. Denn wir wollen ja abschrecken. Das findet also nicht im Krieg statt, wo vielleicht jemand sagt, ist uns doch egal, sondern das findet im Frieden statt. Und wir erleben, haben ja auch bei der Energieabkopplung von Russland erlebt, dass wir natürlich darüber nachdenken müssen, wie wir ökonomische Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft auf einem erträglichen Niveau halten und wie wir das abwägen. Das ist also ein großes Thema. Es ist kein Bundeswehrthema. Es ist ein Gesamtverteidigungsthema, das führt im Ressortverband das Innenministerium. Aber ich war erfreut, weil ich das nicht so ganz klar vor Augen hatte, dass der Staatsminister sagte, ja, wir lassen in der nationalen Sicherheitsstrategie schon alle Ministerien mitzeichnen und es auch sozusagen billigen, damit man alle Ministerien an Bord hat. Am Ende sind nahezu alle Ministerien logischerweise betroffen, die sich da in die Gesamtverteidigung einbringen müssen. Im Einzelnen stellt sich eine Frage, die uns jetzt wieder militärisch sehr betrifft. Zurzeit basiert unsere Herangehensweise auf aktiven Truppenteilen, also die da sind, und auf der Frage kommerziell angemieteter gewerblicher Leistung. Wir werden irgendwas dazwischen finden müssen. Also die kommerziell angemieteten gewerblichen Leistungen oder unter Vertrag genommenen Leistungen werden wir uns als Bundeswehr, sondern auch als Deutschland so nicht leisten können. Wir werden aber auch keine 600.000 Soldatenarmee aufstellen, damit wir alles mit aktiver Truppe machen. Das wird nicht klappen. Also müssen wir Zwischenwege finden und das wird sich nur im Kontext Gesamtverteidigung besprechen lassen. Der dritte Bereich ist, jetzt sind wir bei Sustain. Sustain ist ein Thema, also Versorgen. Da sind wir zum Beispiel bei der Munition. Das ist ein Thema, das scheint immer als drittes zu kommen. Ich hatte es ja auch drittes genannt. Es ist auch, wenn man das so sagen darf, am wenigsten sexy, weil man sieht es nicht. Also Munition in einem Munitionsdepot sehen Sie ja nicht. Ja, dann sagen Sie, ja, sehen wir ja nicht. Ja, sind wir jetzt mal ein bisschen großzügig. Wir können aber davon ausgehen, dass natürlich die Russen sehr wohl sehen, was für Fähigkeiten wir haben, militärische Operationen dann auch tatsächlich durchzuführen und durchzuhalten. Sustain ist also sehr wichtig und wir werden da noch sicherlich zu einigen uns selbst betreffende Diskussionen kommen. Wir haben zum Beispiel einfach nicht genug Munitionsdepots. Die generelle Aussage, wir brauchen mehr, wird wahrscheinlich wie immer im Leben, werden alle sagen, ja. Die spezifische Aussage, das machen wir 2 Kilometer von Ihrem Haus entfernt in einem abgelegenen, aber dann doch nicht so abgelegenen Waldstück, führt bei den Betroffenen dann allerdings doch selten zu Begeisterung. Und das ist ja auch nachzuempfinden. Also diese Fragen stehen auch im Raum, wie gehen wir damit um? Müssen wir aber auch so damit umgehen? Also müssen wir quasi wieder 180 Munitionsdepots überall in Deutschland verteilen? Oder gibt es auch andere Wege, das zu tun? Aber die Fähigkeit, das durchzuhalten, führt dann gesamtgesellschaftlich auch in die Frage der Resilienz. Will ich nicht weiter darauf eingehen, war ja angesprochen worden, aber im Grunde ist unser Anteil Sustain für Operationen im gesamtgesellschaftlichen, gesamtstaatlichen Ansatz eine wesentliche Frage der Resilienz. Ich will zum Abschluss einen ganz kurzen Summenzug machen. Die Zeitenwende markiert für uns Soldaten, die Bundeswehr, die Streitkräfte insbesondere, eine Einleitung eines fundamentalen Wandels. Sie beginnt auf der strategischen Ebene mit einer weitgehenden sicherheitspolitischen Neuverordnung. Der Staatsminister sprach da ja drüber. Und es wurde angedeutet, ich will das aus meiner Sicht, da wir ja auch beauftragt sind als Soldaten, die Sicherheitspolitik der Bundesregierung in die Bevölkerung zu vermitteln. Das ist einer der Aufträge, die die Streitkräfte haben. Dass es eine Notwendigkeit gibt, diese Veränderungen auch in einem neuen strategischen Konsens auf nationaler Ebene, aber eben auch in der Bevölkerung überhaupt zu verankern.
Und wir sollten das jetzt nicht überschätzen. Solche Prozesse von Veränderung gehen jetzt nicht mal so über Nacht. Wir haben euch das mal eben erklärt, das habt ihr doch wohl jetzt alle verstanden. Das kann ich mit meiner Kompanie machen, aber nicht in Gesellschaften. Diesen nationalen Konsens herbeizuführen, von dem eine nationale Sicherheitsstrategie nur der Ausdruck ist, das glaube ich, das ist noch auf der To-Do-List. Das müssen wir noch tun. Dazu braucht es eben einer intensivierten Debatte über diese Themen, um über das aktuelle Krisenmoment hinauszukommen. Der neue Minister ist ja ein gutes Beispiel. Die Zeitenwende schafft natürlich Druck, politischen Druck und Schwung. Das finden wir gut. Das gebe ich ja sehr zu. Das finden wir gut, weil das so ein bisschen Rückenwind ist, um das eine oder andere dann jetzt auch mal zu thematisieren oder anzugehen. Aber es ergeben sich halt auch neue Zielkonflikte und Veränderungen erfordern eben auch, dass man alle mitnimmt und nicht Veränderungen über die Köpfe hinweg macht. Und diese Herausforderung haben wir. Wir haben ja in der Bundeswehr unterschiedlichste Erfahrungen, wie man sowas angehen kann. Der Druck ist sehr groß. Aber ich denke, wir werden das auch mit der Truppe hinkriegen. Ich bin davon überzeugt, dass die Truppe extrem reformbereit ist und Dinge, die vielleicht auf höheren Ebenen noch als Härten angesehen werden, sagt, stimmt, aber wenn das Ergebnis Einsatzbereitschaft ist, wenn das Ergebnis ist, dass wir unseren Beruf so ausüben können, wie wir glauben, dass man ihn verantwortungsvoll ausüben muss, dann ist meine feste Überzeugung, alle meine Kontakte, die ich habe, alle Gespräche, dass man sagt, dann wollen wir das auch machen. Und das andere kriegen wir dann schon hin. Abschließend vielleicht der Punkt nationaler Konsens nochmal. Die Zeitenwende ist nicht vorbei, in meinen Augen. Wir haben einen Prozess eingeleitet. Man könnte das Gedankenspiel spielen, was passiert, wenn der Ukraine-Krieg jetzt irgendwie endet, er wäre weg. Würden wir dann damit weitermachen oder würden wir plötzlich sagen, dann lass uns aber ganz schnell zum 23. Februar zurückkehren. Ich hielte das für einen gravierenden Fehler, will aber auf meinen Vorredner gar nicht groß aufsetzen. Die Veränderungen sind nicht nur im Verhältnis des Westens zu Russlands. Die Veränderungen sind global. Und die Zeitenwende markiert am Ende mehr als nur ein Verhältniswechsel zu Russland. Die Zeitenwende markiert eine Veränderung in unserer Sicht auf globale Außen- und Sicherheitspolitik. Und insofern bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne noch ein paar Minütchen für Fragen zur Verfügung. Herr General Rohrschneider, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und wir haben drei Fragen und ich denke, das wird dann auch bis um halb der Fall sein, die wir durchbekommen können. Wie versprochen, sofern Sie eine haben, werden Sie... Genau. Nein, für die Übertragung nach draußen brauchen Sie ein Mikro. Das wird Ihnen aber gebracht, wenn jemand da im Einsatz ist. Gut, wunderbar. Und danach kommen genau Sie und dann noch der Heinz Hilgendorf. Und dann sind wir vermutlich schon auf halb. Und der Herr General will pünktlich los. Mein Name ist Franz Hüber. Wie lange brauchte die Bundeswehr 1955, bis sie 300 und dann sagen wir diese 495.000 Mann Armee aufgestellt hatte? Wie viele Jahre dauerte das? Danke. Okay, jetzt ist besser. Ja, jetzt ist besser. Das kann man relativ genau sagen. Und zwar war das Anfang der 80er, wo Deutschland tatsächlich vollumfänglich, also die 495.000 hatten wir früher. Aber wir haben letztlich insbesondere im Bereich Heer mit der Heeresstruktur 4 die Zusage, 12 Divisionen an die NATO erfüllt. Das war also 82, also kurz bevor ich eingetreten bin in die Bundeswehr. Ja, so lange hat das gedauert, 25 Jahre. Ja. Gut, also mein Dienst begann 1977. Meines Wissens hatten wir damals bereits die 495.000 minus 30.000 Mobilreservisten.
Ja, ich will kein historisches Seminar starten, aber zu dem Zeitpunkt haben wir nicht präzise die Fähigkeitsforderung der NATO-Operationspläne beantwortet. Das ist einfach der Punkt. Auf die 500.000 sind wir wahrscheinlich bereits in den 60ern gekommen, schätze ich mal. Ja, der Punkt ist, erst Anfang der 80er Jahre stimmte das, was die Bundeswehr der NATO lieferte, mit dem, und zwar nicht nur köpfemäßig, mit dem, was die NATO, oder was, es ist ja nicht so, als wäre die NATO irgendwas Abstraktes, das, was wir der NATO zugesagt haben, was im NATO-Entscheidungsprozess gebilligt wurde, dann liefert das auch bitte. Und das war nach 25 Jahren, muss man sagen. Ja. Ja, mein Name ist Klaus Schubert. Ich hätte eine Frage an den Herrn General und an den Herrn Abgeordneten Lechte, also ans Militär und an die Politik. Wir diskutieren ja jetzt zu Recht viele Fragen, beispielsweise welche Fehler wir in der Energiepolitik gemacht haben. Wir diskutieren die Frage, welche Fehler wir im Verhältnis zu China und auf anderen Feldern gemacht haben. Jetzt kann man sagen, im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. In einem Feld kommt meine Diskussion etwas zu kurz. Sie haben es zwar angesprochen, Herr General, man kann ja auch die These aufstellen, dass es ein Fehler war, aus einer gut ausgerüsteten Truppe eine, ich sag's mal, und das meine ich nicht despektierlich, eine bessere Infanterietruppe zu machen. Aber dann muss man sich doch auch die Frage stellen, unter dem Aspekt Lessons Learned, warum hat damals, Sie haben das ja 2012 als Beispiel genannt, offenbar sowohl im Militär als auch in der Politik kaum jemand widersprochen und kaum einer gesagt, es gibt auch eine Komponente Landesverteidigung. Ich denke, diese Frage sollte man breiter diskutieren, um entsprechende Dinge in der Zukunft zu vermeiden. Ja, also, dass man das jetzt bedauert vielleicht, ist so. Aber ich meine, ich will jetzt auch wieder, weil es wieder so eigentlich eine historische Frage ist. Es gab eine generelle, weit oberhalb des Militärs stehende Abwägung zwischen wie handeln wir die Finanzkrise, ja, und was geben wir dann in diesem Zusammenhang noch für Streitkräfte aus. Das war, glaube ich, eine der ganz großen strategischen Entscheidungen, die zu treffen sind. Und ein Minister entschied sich dafür, ein bisschen freiwillig zu sagen, wir können aus dem Verteidigungshaushalt 8 Milliarden einsparen und geben die zurück und dann bewältigen wir die Finanzkrise besser. Das war jetzt so, das hat man so entschieden. Fairerweise sollte man vielleicht, also als Streitkräfte, ich bin ja bei Ihnen, das war natürlich im Nachhinein ziemlich dämlich. Aber man muss vielleicht umgedreht auch sagen, dafür hat die Bundesrepublik Deutschland die Finanzkrise allerdings auch durchaus gut bewältigt. Also es müsste schon einer untersuchen bei so einer Entscheidung. Ja, aber waren die 8 Milliarden jetzt überflüssig? Hätte die Bundesrepublik Deutschland das auch ohne die alles super gemacht? Deshalb sind solche Fragen für mich immer schwierig. Ich bin aber bei Ihnen, absolut, absolut. Ich glaube, wir sollten uns stärker darauf besinnen, auch in solchen Zeiten zu sagen, Streitkräfte sind ein universales Instrument und sie müssen universal befähigt sein. Das kann abgestuft sein, aber es macht Sinn. Wenn ich fünfmal einen Benzinbrand gelöscht habe mit der Feuerwehr, sage ich ja auch nicht, okay, das mit der Fähigkeit Hausbrände stelle ich ein. Ja, das wäre so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen schräg der Vergleich, aber das wäre es. Ich glaube, wir sollten tatsächlich sagen, Streitkräfte müssen und sollten universell aufgestellt sein. Denn wir werden internationales Krisenmanagement weitermachen. Also nur weil wir darüber jetzt so nicht reden, der globale Süden, ja, wird sein Commitment in der Frage der Ukraine, macht er abhängig davon, das ist ja angesprochen worden, von unserem Engagement zu deren Problemen. Und ein Aggressionskrieg in Afrika oder sonst wo wird gesagt, ja, also, aber wenn ihr von uns was Richtung Ukraine erwartet, was tut ihr denn dann hier in Afrika? Also ich bin fest davon überzeugt, dass das Element, und das wird auch in der nationalen Sicherheitsstrategie so drin sein. Wir werden uns weiter als wichtiger Partner im Rahmen des internationalen Krisenmanagements einbringen und da, wo es zweckmäßig ist, auch mit militärischen Mitteln. Es ist immer alles eine Frage der Zeit. Also 1990 war ich 13 Jahre alt und alle waren trunken davon, dass wir die deutsche Frage gelöst haben und dass dann der Zusammenbruch der Sowjetunion ein Jahr später kam, hat man überhaupt nicht für möglich gehalten. Und von heute auf morgen war alle Probleme der Welt gelöst, in Anführungszeichen, außer die im Süden und so weiter. Aber die von uns waren erstmal alle weg. Wir waren von Freunden umgeben. Für was brauchen wir so eine Riesenarmee? Wir haben uns im 2+4-Vertrag darauf verständigt, sie sowieso zu reduzieren. Und dann hat man gesagt, wir brauchen eigentlich nur eine Fachkräftearmee. Dann hat man nochmal reduziert, für was brauchen wir noch die Wehrpflicht.
sollen doch die zur Bundeswehr gehen, die es gerne tun wollen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das war ja alles im Konsens. Ich hätte mal gerne gesehen, was passiert wäre, wenn bei der Annexion der Krim die Bundeskanzlerin gesagt hätte, wir müssen jetzt aufrüsten. Deutschland möchte jetzt 100.000 Soldaten mehr, wie da die Bevölkerung drauf reagiert hätte. Oder 97 die Rückgabe der Kronkolonie Hongkong an China. Haben alle gesagt, das ist ja nicht so schlimm, weil in 50 Jahren, so lange dauert wert dieser Vertrag, den wir da unterzeichnen, sind die Chinesen eh Demokraten. Ja, war ja so. Also die Demokratie hat gesiegt und alle anderen werden das schon mitbekommen und dann wird Wohlstand auf der ganzen Welt herrschen. Das war der Grundgedanke der Globalisierung, der auch völlig richtig war, weil man in 3 Jahrzehnten es ja geschafft hat, den Hunger auf der Welt zu halbieren, obwohl die Weltbevölkerung gestiegen ist. Und jetzt haben wir halt eine völlig neue Lage, mit der wir umgehen müssen. Und dann kommen dann sofort wieder irgendwelche Konservativen und sagen, wir brauchen morgen die Wehrpflicht. Da sagt ihnen der General, nee, bitte nicht. Wir müssen erstmal unsere Reformen umsetzen, die wir jetzt schon hatten. Und dann können wir vielleicht irgendwann darüber sprechen, wie wir das wieder hinbekommen. Aber, ne, weil Sie sprachen so von Aufwuchs und von Zahlen, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist die Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber Politiker versuchen immer, das Machbare möglich zu machen. Ich kann Ihnen auch beweisen, dass ich zum Beispiel bis 3 zählen kann, 1, 2, 3. Aber es ist halt immer die Frage, wie man die ganzen Sachen unter einen Hut bekommt. Und deswegen habe ich ja gestern schon gesagt, momentan ist Heizung wieder wichtig. Und nicht die Ukraine, obwohl die Ukraine viel drängenderes Problem ist als diese andere Geschichte. Und bei der Mülltrennung ist mir übrigens vorhin durch den Kopf gegangen, dass man vermutlich auch ein Stück Heimat in die Lager bringen möchte und keine Verrohung der Soldatinnen und Soldaten haben möchte. Das gehört halt auch dazu. So, dritte und letzte Frage, Heinz Hilgendorf, und dann muss der General zum Bahnhof. Ja, vielen Dank, General. Ich habe sehr gut zugehört und ich fand es fantastisch, dass Sie uns aufgeklärt haben über Klartext, was derzeit machbar ist und was in der Zukunft machbar werden muss. Ein Punkt hat mir gefehlt und deswegen bitte um eine kurze Antwort dazu. Was tun wir gegen das, was uns aktuell jetzt bedroht, nämlich Cyberwar? Es fängt an, es ist nichts, was in der Zukunft erst gemacht werden muss. Es muss heute der Sache begegnet werden. Das wissen wir überall. So hat der Krieg in der Ukraine angefangen. Das heißt also, die Frage an uns alle ist, was macht das Militär in Sachen zum Beispiel Kommando CIR gegen Cyberwar und um selbst eine Angriffsfähigkeit und ein Lagebild zu erzeugen, vielleicht nochmal deutlich den Schwerpunkt darauf, was tun wir da und dann vielleicht auch noch die Frage, wie können wir das vereinigen, was das Innenministerium gerade unter der jetzigen Sicherheitsstrategie und das Verteidigungsministerium hier in der Zukunft vielleicht ressortübergreifend zusammen machen soll. Danke. Ja, also gut. Es gibt tatsächlich 2 Themen und es ist gut, dass Sie sie ansprechen. Der Cyberraum und der Informationsraum. In beiden Feldern ist die Bedrohung aus Russland, oder das ist nicht nur eine Bedrohung, in beiden Feldern findet Aggression durch Russland statt. In beiden Räumen findet Aggression durch Russland statt. Was ist das für eine Aggression? Das ist eben unheimlich schwer zu sagen. Beide Räume sind im Grunde ja rechtlich ungeregelt. Ja, es gibt kein Kriegsvölkerrecht für beide Räume. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Deshalb ist die Bundeswehr, weil wir ja doch an Probleme gerne, nicht nur wir Deutschen, an rechtlich herangehen, in beiden Feldern extrem zurückhaltend. Ich persönlich bin tatsächlich ein bisschen besorgt. Deutschland ist im Informationsraum das zentrale Land russischer Desinformationskampagnen. Reagieren wir da richtig drauf? Weiß ich nicht. Andererseits bin ich ja immer ein Berufsoptimist als Soldat sowieso und glaube, dass offene Gesellschaften prinzipiell resilienter sind als nicht offene. Der äußere Eindruck ist häufig anders. Ich bin davon überzeugt, dass offene Gesellschaften in Wahrheit resilienter sind gegenüber Desinformation als geschlossene Gesellschaften. Meine Meinung dazu. Also, Cyber, ja, wir haben Cyberfähigkeiten. Ja, das will ich jetzt nicht so. Wir haben auch offensive Cyberfähigkeiten. Das findet natürlich dann auf Regierungsebene logischerweise mit dem entsprechenden Gremien in der Regierung beziehungsweise im Kontrollgremium und so weiter dann statt, wenn da was stattfindet. Von daher kann man da jetzt so nicht weiter drüber reden. Sind wir da richtig und optimal aufgestellt? Ich glaube, alle sagen nein, noch nicht.
Die Frage, wo, weil die Grenzen so fließend sind. Was ist Kriminalität versus was ist denn eine quasi militärische Attacke? Sie können ja Verwaltungen über Ransomware stilllegen und die Leute, die programmiert haben und irgendwo reingebracht haben, sind Militärs. Sie fordern trotzdem Lösegeld. Ja, das können Sie in diesem Raum ja alles nicht unterscheiden. Es ist ein drängendes Thema. Die Aussage, wir sind dran, weiß ich, hört sich irgendwie so, wow, supi, das ist ja jetzt eine tolle Aussage. Aber da einen Griff dran zu kriegen und auch die verschiedenen Aspekte alle wirklich sauber abzuwägen, ist natürlich nicht leicht. Ist nicht leicht. Wir sind, ich glaube, als Bundeswehr für militärische Cyberoperationen sind wir fähigkeitsmäßig gar nicht so schlecht aufgestellt. Die Frage, wann und wie sie eingesetzt werden können, ist eine, die, sagen wir mal so, selbst in meinem normalen Arbeitsumfeld nicht beredet wird. Hier sozusagen gar nicht. Und Informationsraum ist noch schwieriger. Da, glaube ich, geht es in allererster Linie darum, zu sensibilisieren und vielleicht einfach offen zu decken. Und dann sind wir bei den Medien und die tun das ja auch, einfach offen zu decken, wo wird manipuliert, ja, wo werden Informationen sozusagen hochgeschoben oder verstärkt, die eigentlich völlig irrelevant sind. Darum geht es in erster Linie, glaube ich. Dann ist der Bürger auch in der Lage, sich da Urteil zuzubilden. Die meisten. Und ein paar nicht. Das gehört aber, finde ich, zu einer offenen Gesellschaft auch dazu, dass es ein paar gibt, die irgendwie anders sind. Damit können wir aber, glaube ich, leben. So, es gibt eigentlich kaum einen größeren Zusammenhang als Nürnberger Sicherheitstagung und Bundeswehr, dementsprechend Nürnberg und Lebkuchen. Das passt dann wieder ganz hervorragend und Sie bekommen auch einmal den Sommerlebkuchen aus Nürnberg. Viel Freude beim Verzehr auf der Heimfahrt zusammen mit Ihren Begleitungen. Und herzlichen Dank, Herr General Rohrschneider, dass Sie heute bei uns waren. Die Nürnberger Sicherheitstagung macht jetzt Pause bis 13.30 Uhr. Dann wird uns Nicola Bär zur Verfügung stehen, die planmäßig auch schon um 12:30 hier ankommt. Und ich danke Ihnen allen für die rege Teilnahme jetzt am Vormittag. Und heute Nachmittag werden wir dann in den zweiten Block starten. Jetzt ist draußen wieder was zu essen kredenzt. Und ich würde mal sagen, dass die ganze Verpflegung, Organisation und alles, was wir hier vor Ort haben, bisher exzellent und reibungslos funktioniert. Herzlichen Dank an die Stiftung, dass ihr das so großartig hier macht. Dann wünsche ich Ihnen gute Diskussionen oder einen guten Spaziergang durch die Nürnberger Altstadt, was auch immer Sie jetzt dann treiben. Und ich freue mich, Sie alle um 13.30 Uhr hier wieder vor Ort begrüßen zu dürfen.